So voll ist dabei. So voll dabei. Dann gehe ich mal hoch und nehme den Gunny runter. Also dann kann er sich noch verabschieden. Hallo? Ja, ja. Hallo. Hi, Primechen. Hallo, Mike. Hast du dich von Mike verabschiedet, Gunny? Hallo? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich gerade erst wieder zurückgemeldet, weil meine Frau vom Einkaufen kam und ich beim Auspacken mitgeholfen habe. Und einen Tag ein bisschen besprochen und so. Hab ich ein Bild von einem Mann. Ja, wunderbar, so. Ja, wäre schön, wenn das meine Frau so sieht. Zwei, drei Minuten und dann sieht sie das auch so. Ja, ich bin gerade sowieso noch im Koop. Ah, Wahnsinn. Na naja, gut, dann verabschiede ich von Mike. Stups. Ach, ich ziehe dich einfach mit runter, weil ansonsten vergesse Tschüssi, ich dich. Tschüssi, Mike. Ich hab, ich hab das. Mike, bis später oder bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Da, da, da. Ups, da ist er dann gar nicht. Dach. Hoi, hoi. Schalke hat gesagt, wenn du es aushältst mit uns, dann wir sind halt so Proleten. Kann ich euch muten. Wir sind World of Warships Proleten. Hallo, was, Neugier. Proleten? Habe ich das gerade ja. gesagt? Ja, ja. Wir sind die Jogginghose und Kapuzenpulli. Und Unterhemd. Warte mal, wie ich gerade. Ja, na gut, Unterhemd nicht, aber Jogginghose und Kapuzenpulli. Ja gut, Pulli. Also ich sitze nicht vor dem PC. Ja, wir sind voll die Bauern. Wir haben keine Ahnung, für was Geräte wir hier bewegen, aber wir machen es halt gerne. Mhm. Ja, genau. So ist das. Du hast keine Ahnung, alles klar. Ja, ja. Jogge genauso wenig bei. Wie viele Gefechte mittlerweile? 15, 16.000? Was? Danke, halt 15, 16, ja. Alles klar, ich hab 10 vielleicht. Alle ja, Zapfenmandel. Genau. Gerne Neugier. Jogge nach Jogge. Beginnt übrigens wieder. Ich glaube, Dienstag ein bisschen mehr ist heute, immer. Mittwochabend dann. Ja. Mittwoch bis Sonntag. Die Frage ist, wie definierst du ein bisschen? Vielleicht auch bis Dienstag dann. Na, Weihnachten ist blöd, Montag. So. Ja, es ist, weißt du, gerne, es ist ein Unterschied, ob man nur gerne macht, so wie wir, oder ob man es auch kann. Boah. Viele denken von sich, sie können es und können es nicht. Und viele denken... Sie können es nicht und können es scheinbar. Ja, das ist die Selbstüberschätzung der Jugend, sage ich dir immer. Na, wir sind alte, weiße Männer. Na gut, also so alt bin ich noch nicht. Also bei mir steht noch keine 4 vor davor. Ja, bei uns auch. Wie bist du denn gar nicht? Ja, noch 38. Oh, okay. Warum? Was hattest du denn gedacht? Ja, ich habe... Deine Stimme hört sich so weise an, gell? Ich hatte gedacht, du... Auf gut Deutsch, ich bin ein alter Sack. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das jetzt schön verpacken, du Nein, Schweinerei, das ist so, was unterstellt wird. Das ist ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir mit Gani fahren können. Der ist ja richtig frech heute. Das ist ein bisschen aggro, ne? Ja, ja, brutal. Ich fühle mich, ich fühl mich unter Druck gesetzt hier jetzt. Du hast gesagt, ihr schlabert blödes Zeug, also mach ich nichts. Ja, es passt gut so, es passt super. Ja, ich hätte dich jetzt schon auf 45 bis 50 sowas geschätzt, ne? Schatz, André hätte mich auf 45 bis 50 geschätzt. Richtig auch weit über 40 geschätzt, ja. Ehrlicherweise. Also hat er sich gut gehalten. Hallo Blue John, ja, hallo also Locke, meine Schwester, die hallo Shop, ist 11 Jahre hallo Viking. Jetzt ich, die sieht jünger aus als ich. Oh. Ja, vom Leben gezeichnet, ich kenne das. Ja, würde ich mir Gedanken machen, ja. Ne, ich mache mir da keine Gedanken. Wie sagt meine Schwester selber immer, oder ich auch, ich war halt die Nachgeburt. Ja, genauso sehe ich aus. Ich würde ja sagen, entweder zu viel gevögelt oder zu wenig. Je nachdem, suchst du ja aus. So. Apropos, du weißt schon, wenn wir mit jemandem zusammenfahren, Schalke und ich, dann ist der El Capitano, der Admiral der See, der immer reinklickt ins Gefecht, wenn... Und uns zur Ordnung ruft, wenn wir mal wieder nicht auswählen. Stimmt, wir sind zwei Dieben. Ja. Wir sind zwei Dieben von Broadway und wir auf möchten erstmal eingeladen werden. Ich muss immer die... Ach, ich soll euch jetzt auch noch einladen. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, ich bin gerade noch im Koop-Gefecht, muss mich gerade ficken. Also, kleinen Moment dort noch. Das ist diese Vorbereitung hier. Ja, gut, dann rüste ich mal die Gorizia aus. Bis dahin. Ja, mit der fahre ich gerade. Also, ich finde es scheiß Schiff. Oh, ist ein übles Drecksschiff. Also, pfui. Pui, pui, pui. Hallo, Lichi. Menschen, die Koop-Gefechte fahren, die braten ihren Speck auch mit Margarine. Margarine, pfui. Das ist der Butterersatz des Teufels. Also jetzt bloß mal so nebenbei, also die AP ist nicht wirklich gut von der Gorizia, oder? Ja, es ist halt AP. Kann man nicht immer nehmen. HE schon.
Hat sie bloß nicht. Aber auch die, wie gesagt, ob die normale AP hat, irgendwie, ich finde keinen Durchschlag. Entweder sie haut richtig durch oder sie preist. Ich mag die AP nicht. Ich finde immer noch, die Duca degli Abruzzi ist der bessere Stufe 10, DD. DD, Kreuzer natürlich. Abruzzi, Stufe 10 Kreuzer. Viking, ich glaube, Spenden meinst du bei World of Warships, Spenden-Dings, damit man so ein Plüsch oder so bekommt. Glaub, man bekommt nur einen. Also, nur eine Belohnung. Auch bin, solange der Vorrat reicht, könnte auch sein. Auch bin mir nicht sicher. Vielleicht kennt das jemand. Guten Abend, Dennis. So, was haben wir denn Schönes als erstes? Ja, ich würde sagen, eine Runde 5 war. Ja, ja, das ist ein guter Vorschlag. Ja, ja. Eine Runde 5, oder muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt habe? War was? Also im Vorfeld hat mir gerne versprochen, er hat alle Schiffe in mehrfachen Ausführungen ja, und kann auf alten Stufen fahren. Das war quasi hier die. Also wer mit uns fährt, der muss auch 5er haben. Teilweise sogar auch 4er. Ja, das stimmt, ja. Je nachdem, wie lustig es gerade ist. Manchmal sogar auch 2er. Ja, das okay. Auch, ja. Am besten die Mikasa dann, weil. Wie gesagt, ich hab dich gewarnt. Habt ihr alle auch schon eure Weihnachtsvorbereitungen abgeschlossen? Nein, muss nichts vorbereiten. Also. Bei uns auch nichts. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, endlich mal nach jahrelangem Betteln, dass wir uns nicht dieses Gestresse antun, uns gegenseitig zu beschenken. Weil das einfach nur Geld hin und her geschiebe ist. Und das habe ich auch beschlossen. Quatsch. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen und ich habe was anderes vor Weihnachten. Die haben gesagt, ja, mach das. Kann es sein, dass wir jetzt irgendwie Koop fahren? Oh! Oh! Oh mein Gott! Ja, ihr wolltet, dass ich's mache. Ich bin vorher Koop gefahren. Es tut mir etwas leid. Oh, nicht wirklich. Das ist alles übrig, bis ich einkomme. Meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid, dass Sie das hier auch sehen müssen. Dass Sie jetzt Niveau hier gezwungen werden, aber wir haben keinen Einfluss drauf. Ich sehe das schon. Morgen in der Bild, Schalke und Prime fahren mit Gani Koop. Sind Sie so tief gesunken? Ja, mein Stil reicht nicht für mehr. Oh. Das ist leider so. Das letzte Koop-Gefecht habe ich vor 3 Jahren gefahren, glaube ich. Oh, also Temp X fährt auch Koop, ne? Die sind in den klaren Gefechten lila, was ich vorhin beobachtet habe. Also insofern. Ja, haben halt nicht die Balls, die Schneeflocken in normalen Random abzufahren. Die habe ich schon alle abgefahren. What the fuck? Das Ding ist seit 3 Tagen oder so draußen. Was machst du denn? Was bitte seit letzter Woche? Ja, das ist sie wie 3 Tage. Ja, pass mal auf, wenn du 2 Tage von den 7 Tagen verschläfst, ist das nicht mein Problem. Ja, arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten. Bin voll am Hustle. Ich war sogar noch im Urlaub. Ja, das ist das Geilste, weißt du? Gani ist im Urlaub 3 Tage von den 5 Tagen, wo es möglich ist, und hat schon alle abgefahren. Ich bin sprachlos. Ich habe keine Worte. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wir schweigen weißt besser. Doch, der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen. Das hat halt bei mir draufgeschissen. Hab's halt schnell hingekommen. Der große Gani. Great Gani. Aber es ist gut, dass du wieder Spaß hast an World of Warships. Ja, falsch gerade halt. Spaß ist jetzt vielleicht. Also nicht immer. Nicht immer. Aber öfters. Ich spiele auch viel Diablo 3. Was spielst du? Diablo 3 noch. Muss ja denn. Hab ich. Die Season-Reise zum Beispiel machen und so. Heilige Scheiße, wo hab ich hingeschossen? Schalke hat auch wieder begonnen. Aber er spielt viel zu viele Spiele, das kann nicht gut sein. Was wie viel zu viele Spiele? Ich spiele nur 3. Nur. Nur. Ja, World of Warships sehe ich jetzt nicht. Ach so. Das ist ja. Das spiel ich ja nur mit dir. Dann Red Dead Redemption, Train Fever, was ist mit dem lustigen Zoo-Bauspiel? Und Diablo 3? Zoo, habe ich keine Zeit gehabt, das ist wirklich auch wie dieses Spiel tatsächlich. Gib ich dir. Ich gebe es zu. Alter, ist das eine Strohzünde. Wahnsinn. Du musst halt ein gutes Schiff fahren, was fährst du denn?
Oh, ja gut, das ist ein gutes Schiff. So. Ach, hallo, Adrian. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also so schlecht schießen die Deutschen wirklich nicht mehr. Die auf was, was spiele ich? Ich spiele auf gar nichts. Ich habe fast alles. Wir spielen nur Just for Fun. Böses. Einfach nur, weil wir es können. Und wir spielen hier leider ein Koop-Gefecht. Es ist super leid, das ist nicht meine Schuld. Doch, Divisions- ihr seid, natürlich seid ihr schuld. Divisionsallkommandante ja, hat es verpeilt. Ja, ihr wolltet, dass ich das mache, ja. Aber Gani, bitte nicht Koop. Das fällt doch einem auf. Das leuchtet doch. Nee. Ja, ich glaube, jetzt ist das Spiel nicht mehr so laut. Aber hallo an alle. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr diesen Kanal gefunden habt. Wir spielen Koop. Was als Brian nein, sagte. Adrian, danke. Was? Danke, was als du gesagt hast, dass wir wohl im Koop sind. Arian versucht mir gerade hier einen Code anzudrehen, wo ich ein Schiff und 2 Millionen Silbercrays bekomme. Ich glaube, Arian hat noch meinen Kontostand im Holger Vorschubs nicht gesehen. Wie viel sind sie? Sind schon 2 Millionen? Oder? Nee, 1,6 Milliarden, aber naja. Was ist es denn für ein Schiff? Bestimmt die Texas. Bestimmt der Promocode von Wargame. Ja, die Texas ist aber ein gutes Schiff. Ach. So, also jetzt gleich nochmal bitte Random-Gefecht, ja? Bin ich gespannt. Also Koop nochmal, okay? Alles klar. Siehst du, Wurstbrot auf Stil, das sagt genau das, was ich mir denke. Die Deutschen sind genauso unpräzise wie vorher, nur dass obligatorische Querschläger öfter in der Zita hängen bleiben. Ich habe bisher auch kein Glück mit den Deutschen, also auch nach also, dem. Also wie gesagt, also ich bin positiv überrascht. Sie sind nicht mehr ganz so schrotflintig wie vorher. Hallo, Hotiger. Abgesehen davon treffen sie immer noch Scheiße. Das ergebe ich auch. Also, Arian, ich weiß nicht. Also, Arian, vielen Dank. Sehr, ist sehr nett von dir. Aber guck dir mal meinen Kontostand in Silber an und schenk lieber deinen Code irgendwie anders. Ich kann ihn nicht gebrauchen. Dankeschön. So, jetzt 6 oder was? Danke, danke. Der Schalk ist nur am Flexen. Nein, 5, aber fünf, random. Da war Zufallsgefecht, ja. Ja, ist schon umgestellt. Der Fauxpas passiert. Mit 6, sagt er. Oh, ja, dann nochmal. Wie als hätten wir ja, jetzt ein wirkliches Gefecht gefahren, ne? Habe ich endlich mal geskillt? Nein. Das war ja, weißt du, da war kurz den kleinen Finger in die Muschi gehalten und dann. Gesagt, danke, das war's schon, ja. Da. So geht das nicht. Die Lusttropfen von der Schamlippe abgewischt. Ja, das hätte man nicht noch näher ausführen müssen. Ja, ich gehe gerne ins Detail. Ja, kriegen wir gerade mit. Danke, ihr hackt gerade sexuelle Anspielung des Abends ab. Natürlich. So kennt man ihn. Hey Gunny, hast du auch Star Citizen? Das Spiel, wo du noch mehr Kohle lassen kannst als in World of Warships oder World of Tanks. Alter, willst du mich verarschen? Oh Prime, wie viel hast du bezahlt für das letzte Schiff? Ich glaube, ich frage Gunny immer, oder? Ob er Star Citizen hat. Wie oft denn noch? Ich war einer der... Wie das nicht das Original Founders oder was? Ja, ja. Was meinst du, warum ja, möchte ich immer fragen? War gar nicht derjenige, der es nicht spielt? Richtig, bevor das nicht mindestens immer Beta ist, rühre ich dieses Spiel nicht an und die kriegen auch keinen Cent von mir. Gani, 3.7 ist raus. Ne? Wir müssen rein. Ja, Alpha. Ja, das ist ja. Das ist so ja. Gut wie ein EA-Spiel gerade. Ich sagte gerade, solange keine Beta raus ist. Open Samstagabend. Beta. Samstagabend, Gani, machen wir ein. Alter, wo ich das letzte Mal. Star Citizen Run. Habe ich es nicht mal hinbekommen, in mein Raumschiff einzusteigen und loszufliegen. Ich bin bloß dumm durch die Gegend gelaufen. Ja, deswegen kommst du mit uns mit. Dann laufen wir zu dritt dumm durch die Gegend. Nein, wir können sogar starten. Also. Ich sag mal so, an der Alpha oder Beta, also oder anders gesagt, ob Alpha oder Beta, ändert nichts an der Einstiegsmechanik. Also. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir durchaus recht. Das könnte dann kompliziert werden. Also jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln mit uns zwei Flachpfeifen und gut ist. Ach schau, Neugier ist auch dabei. Also hat auch Star Citizen. Also ehrlich bitte. Gesagt, ich hatte schon damals auch zu dir gesagt, ich bin eigentlich bloß an dem Singleplayer-Part interessiert, weil ich damals Wing Commander-Fan war und Privateer und die ganzen Sachen. Und der Multiplayer-Part interessiert mich aber gar nicht. Du bekommst ein ganzes Universum geschenkt. Ja.
Wieso? Ich lebe doch um einen. Wozu brauche ich noch eins? Das ist gar nicht. Das ist so, wie als wenn dir die geilste Muschel der Welt sagt, jetzt nicht, bevor du verheiratet warst und noch Single warst, sagt, du darfst aber überall rein, wo du willst, und du kneifst sie einmal in den linken Nippel und sagst, danke, das reicht mir. Ja. So ist das. Das ist ein sehr blumiger Vergleich. Um auch mal die sexuelle Anspielung wieder zu bringen. War ein sehr gutes Beispiel. Ich bin erstaunt. Du hast viel gelernt von mir. Das färbt irgendwann ab, was soll man sagen? Das beeindruckt mich positiv. Ja. Oh. Wurstbrot sagt, Elite Dangerous ist viel geiler. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Das ist ein Wirt halt anders. Elite Dangerous, ich hab's gespielt. Also ich hab's aktiv gespielt, Elite Dangerous, ich glaube knapp 6 Monate lang. Hat Spaß gemacht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht Spaß gemacht hat, aber ich sag mal so, die Stufe an Interaktion, die du in Star Citizen natürlich machen kannst mit deiner Umwelt und deinen Gegenspielern, ist verglichen zu Elite Dangerous bestimmt um das 150-fache mehr. Also. Das hört sich jetzt, ist einfach ein ganz anderes Feeling. Das hört sich jetzt beschissen an, aber ich war erst vor 2 Tagen in World of Warships, ja, in Star Citizen drin. Und meine Freundin hat zugesehen, ich bin da aufgewacht in dieser Kanzel drin. Da sagt meine Freundin, oh schau, ein Teddybär. Kannst du den in die Hand nehmen? Ich habe gesagt, weiß nicht. Hab F gedrückt, steht in die Hand nehmen. Oh, kannst du den anschauen? Weiß nicht. Dann habe ich ihn angeschaut. Kannst du diese Tür öffnen, also das Kästchen öffnen? Keine Ahnung. Ging. Kannst du den Teddybär da reinstecken? Habe ich gemacht und die Tür wieder zugemacht. Hört sich blöd an, wenn ich so einen Scheiß erzähle, war aber cool. Was? Wir haben Teddybär angeschaut. Ich bin ja auch ein bisschen konzentriert jetzt. Ja, was? Konzentrieren. Konzentrieren gibt's hier gar nicht. Also, ja. wenn du hier mit uns wärst, gibt's kein Sonst. Also, wir labern nur. Ja, da wo ihr lang pümmelt, ist klar, dass man sich da nicht konzentriert. Auch wenn wir reinbrawlen, wir labern nur und sind dann am Ende doch irgendwie gut. Aha. Das ist das Erfolgskonzept. Einfach drauf scheißen, Dann läuft schon. Richtig. Manche können nur bei Licht ausficken, ich kann beides. Ja. Heute wird übel. Ich hoffe, mein Stream ist immer noch ab 18, aber ich glaube, ich habe nie umgestellt. Oh. Alter, die Torpedos, die kann ich ja weiter schmeißen, als sie fliegen. Die 3 Stooges im Weltall. Alter, vielen Dank, aber ich habe das Spiel schon. Das ist sehr nett von dir. Ich weiß nicht, warum du mir unbedingt verschenken möchtest. Ist wirklich sehr nett von mir. Ich soll jetzt auch nicht irgendwie hochriesig kriegen oder sonst was, aber vielen lieben Dank. Ich bin versorgt. Ich habe so viele Spiele, ich schaffe das alles nicht zu spielen. Kaki hat alles. Er müsste 3 Chinesen anstellen und 2 Inder, die ihm helfen, die Spiele abzuarbeiten, die er auf seinem Pile of Shame hat. Ich habe letztens mal meinen Wert von meinem Steam-Account zusammengerechnet, ne? Oh je. Yeah. Also beim Original Kaufpreis der Spiele ist, nicht bei dem jetzigen Wert. Ne? Junge, Alter. Also ich sag mal so, ein Viertel von einer Doppelhaushälfte wäre schon drin. Ein Viertel von einer. Du hast in der Doppelhaushälfte die Hälfte von einem normalen Haus und davor. Genau. Wahrscheinlich nicht. Wir kosten in Deutschland. Kommt drauf an, eine Doppelhaushälfte in. Im Osten, ganz rechts, gut. oder in Bayern, Münchner Gegend oder so. Na gut, ne, seit 2004 hat sich einiges angesammelt. Ne? Das sind jetzt 16 Jahre fast. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist Wahnsinn. Siehst du, da bin ich günstiger unterwegs. So, erster Schaden des Spiels, incoming. Auf die Machan, hoffentlich. Ich hab schon Tausende gemacht. Aber sie hat abgebremst, da hört er auf. Mach mal die Hydro an, Garni. Da ist ein fieser Italiener. Nein, was smokst du denn da? Oh ja. Entschuldige bitte, dass ich hier Breitseite rumstehe und mich nicht wegficken lassen möchte. Ja, du hast ja keine Zitadelle. Was ist denn Breitseite, wenn ich das höre? Ja. MDD. Ja. Wo ist das gegnerische Team? Die sind bei A oder so. Wir haben Glück, die da runtergefahren sind. Wir haben ja keine Gegner, das ist voll traurig. Aber das Gute ist, wir kommen hinten raus und sind in der Flanke. Lass uns mal die Gorgia hier wegmachen, Alter. Gorizia. Aber ja. Groschia. Nix Groschia. Das ist ein polnischer Cruiser. Die ist sehr schnell, die kriegen wir nicht. Die ist mega lästig. Wurde einfach umgepolisht. So, guck mal, was hier kommt. Oh! Ja, nichts, sagt er. Oh! Eine Gepard! Gepard de Pardieu. Die Prime? Ja, ja. Die lutscht. Oh, Lucian hat zugeschlagen. Garni, Alter. Aber mit seinen Torpedos, mit denen er nichts trifft, hat er was getroffen.
Alter, 4,5 Kilometer. Vor allem die Gorse, die ist, wird ein Problem werden, tatsächlich. Ja, wir müssen zurück und die rausbumsen, damit sie uns nicht in die Flanke fährt. Weißt du? Hilft alles nichts. Problem ist, ich fick mich gleich raus mit ihrer scheiß AP. Ja, du darfst nichts zeigen. Ich zeig mal ein bisschen Bein, damit ihr auf mich schießt. Ich winkel schon ein bisschen an. Vorsicht, da durchgeht, kommt eine Hut. Das ist auch noch eine Bayern Schlagweite, gell? Ja, schau, jetzt schießt sie auf mich, weil ich ein bisschen was gezeigt habe. Du musst immer ein bisschen locker. Pass auf, die Hut dreht ein auf dich. Pass auf, die Hut dreht auf dich ein. Ja, es hilft nichts. Aber schießt noch nicht auf dich. Weißt du, wir müssen eigentlich wegfahren. Dann können wir gegen alle anwinkeln. Ja, ja, ich weiß. Problem ist halt, Grosje meint, dass sie sich hier alles erlauben kann, weißt du? Ja, ich weiß, mega nervig. Ich dreh ab übrigens schon. Ja, ja, ich dreh auch ab. Beider ist nicht daher, das ist ein bisschen doof. Ja, ja, das lass die da, das ist ja egal. Ich kann die Hut hat noch auf mich geschossen, weißt du? Frechheit. Frechheit. Ein bisschen die Bayern farmen. Bayern können wir noch ein bisschen farmen. Ja, ja. Gani holt ihr Schaden. Haha, mit Zaun. Aria, nein, danke. Vielen Dank. Aria, nein. Ich glaube, Schalke hat einen PayPal-Link irgendwo. Da kannst du ihm eine Pizza spendieren. Da hat er sicher nichts dagegen. Du, gegen den Mille habe ich nichts. Also. Ja, aber gegen den Mille habe ich nichts. Kaum reicht bei ihm die Pizza, ne? Hallo Kirito. Oder die Pizzeria, ne? Ja, ganz genau. Hallo Hansemade. Oh. Irgendwo ist hier noch ein DD unterwegs, Prime. Ja, ja, die Mayhem. Und zwar genau vor dir. Spottet uns halt die ganze Zeit. Also mich spottet die Bayern. Aber ja, die Mayhem auch. Oh, da hat sie. Da war sie. Was wird denn das für ein beschissenes Spiel? Oh, wir dürfen nicht sterben, unser Team knickt gerade ein. Ja, die will rüber schon zu, die ganze Zeit ein. Die will rüber zu C. Wir müssen B nehmen. Ja, das macht sie, hat zu hart. Ach, Arsch einziehen! Was? Keine. Das ist die Freiheit! Wo ist denn der scheiß Torpedo explodiert? 5 Meter vor meinem scheiß Schiff. Ich hab's auf Video, ha? Das geht an Wargaming. Was ist das für ein Bullshit? Ping? 33 Sekunden, 33 Millisekunden. Easy. Ja, das ist dieses sogenannte Client-Lag. Besser Prime, hol ihn dir. Hol ihn dir, Prime. Client-Lag am ich Arsch. Muss, hol ich ihn. Nein, ich hol ihn. Ich hab sowieso scheiß gezielt. Oh. Ja, ich okay. Hab scheiß gezielt. Ich mach auch nochmal raus, ja, sicherheitshalber. Nicht, dass ich noch in den einen Torpedo da rein YOLO. Oh, Torpedos. Ja, kein Problem, Schalke. Kein Problem. Spielunterbrechung, Videobeweis. Ja. Ja, das war fies. Eieiei. Dann Wurstbrot sagt. B wird genommen. Ja, ich hab's doch gesagt, die Hatsuharu wird das doch nehmen. Da kommt noch eine Furutaka reingedrümmelt. Ja, die ballern wir auch. Ich werde mich da jetzt hinter die Insel, suffisant hinter die Insel setzen und alles abschießen, was jetzt da rumäumelt. Problem ist halt, wir haben. Ja, Zyklon. Ja. Ist, oh, ich liebe das. Ne? Das ist das Beste, was man haben kann in einem leichten Kreuzer. In einem wenn man Low-Tier ist. Zyklon. Infight mit BBs. Ja, das macht Spaß. Genau. Oder ist auch sexy, wenn man in einem Gun-DD sitzt, wie Gunny. Ja. Der, ich habe eben ich hatte 9 Kilometer Reichweite. War eigentlich Glück, dass ich überhaupt den einen DD rausgekriegt habe. Also, ja, wirklich scheiße gezielt. Ohne Scheiße, das ist ja wirklich scheiße gezielt. Beim Mumpeln haben sie getroffen, das war Glück. Der Dumme hat's Glück, macht ja nichts draus. Da können wir jetzt endlich mal hier. Ich habe 21.000 Schaden. Das ist 60.000 Schaden, Alter, das ist so ein Kackgefecht, ne? Das ist ja gar nicht, jetzt geht's jammern los. Ja, ich habe auch bloß 19. Aber ich habe einen Kill. Wenn der beste Spieler in der Division 21.000 Schaden hat. Ich hab auch einen Kill. Hat Prime auch einen Kill? Ja, du hast meinen, danke. Ich hab deinen. Da ist dein Name drauf, oder was? Das wär's jetzt gewesen, wenn mich die Drecks Bayern getroffen hat, weil sie auf die falsche Position der Algerie gezielt hat über die Karte. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. So, ich muss mal kurz mein Schiffchen in Gang bringen.
Jetzt braucht er eigentlich nichts mehr machen, außer warten, dass sie reinfahren. Nichts mehr machen, außer warten, hallo? Ja, ich meine, wenn das gewinnen wollt, ne? Wie uns droht? Hörst du das, Paul? Wir versuchen uns zu beeinflussen, ja, zu kämpfen. Also wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr jetzt kämpfen. Ja, dann dürft ihr jetzt nicht immer. Hallo Dr. Brausefrosch, hallo Seffler. Um zu warten, dass der Gegner Stück für Stück reinfährt, Schiff für Schiff. Blablabla. So schätze ich ihn ein. Ich brawl jetzt dagegen. Oh, eine Sinop. Das ist nicht so schlau, glaube ich. Ich habe die Dingsbums vor mir, die Gorizia, glaube ich, ne? Ah, ne, Sinop. Ja, ja, die habe ich auch. Schießt die auf dich? Ich bin noch nicht offen. Ah. Ein bisschen Angst. Schießt auf euch, glaube ich, so wie es aussieht. Aber er könnte sein, dass er lutscht. Könnte sein, dass er lutscht. Zwei Stück, wie es aussieht. Oh, fahr nicht so nah an mich rein, Fidschi. Würde gern torpen, das geht aber nicht wegen der AFP Hay und dem anderen Blödsinn. Ja, Algerie, ja, die wird doch nicht rammen gehen. Au. Oh, hey, wird rammen. Oder? Ja, die AFP will full live rammen. Boah, ey, wie blöde muss man sein. Oh. Geil. Das ist nicht so gut. Geil. Einfach nur geil. Ach komm. Alter. Das ist nicht so gut, weil jetzt verlieren wir. Warum haben die gerammt? Weil der dämlich ist. Weil der Full HP hatte, weißt du? Er dachte sich, hey. Wer ist noch der Monte Cuculi, alter Prime? Ich brauche, ja, der Monte Cuculi müsste aber fast tot sein. Ja, töte sie. Ich bin nämlich schon tot, weil, naja, ich bin scheiße gefahren. Da gibt's keine Entschuldigung. Ich hab mich getroffen. Oh, er hat zum Glück auch nicht wirklich, oder? Komm, mach jetzt das kaputt, ja. Sehr gut. Aber jetzt ist noch eine Bretagne und eine Bayern. Das kann noch äußerst knapp werden. Da, eine Dr. Brausefrosch sagt, hallo Gani. Na, hallo. Dr. Brausefrosch, hört sich an wie so ein Sextoy, ey. Neu. Neu im November bei Amorelli. Dr. Brausefrosch. Play safe in zwei nahezu full life BBs. Ja, Brausefrosch. Hätte ich, also ich habe nur meine Meinung gesagt, hätte ich dieselbe Meinung gehabt wie die anderen Leute, hätte ich gar nichts dazu gesagt, weil es gab ja schon 200-300 Videos dazu. Uninteressant. Da meine Meinung aber leicht different war, leicht und Anführungszeichen, habe ich mich dazu entschlossen, doch was zu sagen und vielleicht dem einen und anderen eine andere Perspektive zu ermöglichen. Und selbst wenn nicht, also ist auch egal. Aber ich respektiere jegliche Meinung, weil es ja eh nur eine Meinung ist, ist ja klar. Ja, jeder soll sie kundtun und sich austauschen, das ist wichtig. Solange es die eigene Meinung ist und nicht nur das Nachgeplärre von den Leuten. Was ich ein bisschen lustig fand, ist, dass die Leute, die das Event so gehypt haben und wenig Informationen weitergegeben haben und viel interpretiert haben, jetzt auch die sind, die in den Videos am meisten sagen, dass es voll kacke ist. Es ist nicht gut gemacht. Auf jeden Fall. Publicity-Arbeit ist beschissen. Und das Event an und für sich, ich hätte, glaube ich, 5-6 Ideen, wie man es einfach besser machen könnte. Einfach so. Wargaming wird sich schon was dabei gedacht haben. Ja, unbeliebt. Ey, wenn man seine Meinung nicht mehr sagen kann, Dr. Brausefrosch, dann sind wir... Dann sind wir ja wieder in den 40er Jahren angegangen. Unbeliebt. Das ist ja nicht. Aber vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ja. Ein gewisses Maß an Intelligenz. An Hirnmasse sollte immer man voraussetzen. Ja, ist auch nicht so. Berkele, du kleines Luder. Zuerst dachte ich, du Schleimer. Und dann, wann geht die Verlosung los? Warte nur, der wird es schon geben. Ja, ich glaube, unser Handschuh schafft das auch nicht. Naja, dann können wir uns aufs nächste Spiel stürzen, ne? Immerhin das Wurstbrot, immerhin. Gut, ich kann jetzt noch so einen Ringelpiez machen mit. Jetzt kippt sie dann. Perkele.
verreckt. Also wenn die Bretagne jetzt noch verreckt, dann sieht gar nicht so schlecht aus. Weil die Bayern ist zu lahm. So, was machen wir jetzt? Stufe 7. Ich musste, ich möchte einmal, also ich bin im Test, war die Gorizia gefahren, aber die ist, ich muss sie noch ein bisschen fahren, damit ich eine Meinung haben kann über das Ding. Aber ich glaube, die ist richtig bescheiden. Bergerlich war voll fleißig am Streamen, bis auf diese Woche, oder bis auf letzte Woche. Da musste ich länger arbeiten, da wo ich es wollte, und dann haben Litschi und Schalke einfach ohne mich angefangen. Weiß keiner. Ohne Gewissen. Verrat! Guten Abend, Theo. Ja, mehr muss man hier auch nicht skillen, aber. Alles Müll. Gar nicht, was skillt man bei der Gorizia? Ist ja Müll alles. RPF. Sag ich RPF? Ich skill. Nein, das ist auch Müll. Ich skill RPF. Scheiß drauf. RPF, Hydro und Schrippi. Ja, ja, Hydro. Danke. Streu nur Salz in die Wunde. Italiener haben beschissene Gadgets bekommen. Ganz genau, Litschi. Ganz genau, Litschi. Shame. Litschi hat mich hintergangen. Mit Schalke einfach losgelegt. Nein, ich muss Litschis Nummer jetzt speichern, weil ich habe Schalke Bescheid gesagt, dass ich es nicht schaffe. Um, wann habe ich dir geschrieben? Um 7 oder so. Oder um 7:15. Ich hab aufmerksame Zuschauer. Dennis sagt sofort, ja, hat der Primel nicht ewig fürs Update gebraucht? Nein, aber das war ein anderer Tag. Das war ein anderer Tag. Ja. Das war, wo ich länger arbeiten musste, weil die Tür rausgefallen ist im Geschäft. Da kann ich nicht gehen, bis der Handwerker kam. Nee, das war derselbe Tag. Ah ja, stimmt, dasselbe. Stimmt. Ja, aber ich bin eher erst gegen am 9 oder so nach Hause gekommen. André Prime, hast du DC gelesen? Die Comics? 1-2? Ich glaube, er meint eher Dictators Classics. Die kenne ich nicht, die habe ich dir abonniert. Die waren nicht mehr so cool, steht immer das gleiche drin. Weltherrschaft. Etc. A, oder? Oder C? Wie du willst. Ich bin noch flexibel. Berkele sagt Dictators Classic mit CK. Ach so, Dictators Classic. Ja, das meinetwegen auch, ja. Nein, Schalke und ich haben die YouPorn Premium-Mitgliedschaft. Die Tür ausgefallen? Die Tür ausgefallen? Österreichische Handwerkskunst wird da geschrieben. Nein, das sind riesige Glasfronten. Oder wo arbeitet denn Prime? Bei der Deutschen Bahn? Haha, nein, das sind riesige Glasfronten. Das sind 3 Meter hoch, wegen so 150 Kilo. Und eine ist eine Tür davon, die nur seitlich geöffnet werden kann. Also links oben und links unten ist ein fetter Bolzen drin. Der Bolzen ist runtergefallen. Okay. Und dann wäre fast die Tür hätte auf jemanden fallen können mit 150 Kilo. Das ist wäre tragisch gewesen. Also. Ja, ich versteh die Problematik. Oh, Dennis hat's durchschaut. Ja, wir haben YouPorn gegründet. Es war noch vor YouTube. Google hat uns das... Vor YouTube und vor YouTube. Ja, und vor YouTube. Die beiden haben uns das gemupst. Ne? Wir haben zuerst YouTube Porn gegründet, dann kam YouTube, dachte ich, guter Name. Und die haben gesehen, wie erfolgreich wir sind mit YouPorn, und dann Google YouTube gegründet. Aber was ist denn YouPorn anderes als Broadcast Yourself in seiner Reinform? Stimmt allerdings. Das sind die Anfänge der Influencer, meine Freunde. Von daher, der Rechtsstreit läuft immer noch, aber gegen Google ist kein Ankommen. Das ist brutal. Die kaufen alles. Als ich das erste Mal gestreamt habe auf YouPorn, wurde ich bestimmt dutzendmal gefragt, welche Penispaste ich benutze. Das ist halt, ne? Marketing ist alles. So ist es. Ah,
Also wenn auch jemand fragt, ihr kennt jetzt die geheimen Gründer von... Ich bin echt traurig, dass ich nicht auf die gekommen bin, in den 90er Jahren eine Porno-Plattform zu machen, ehrlich. Das wär's. Jetzt hätte ich ausgesorgt, ja. Ja, das mag stimmen, ja. Aber das gilt für viele Ideen, glaube ich. Hätte ich mal den Güffel erfunden. Eieiei, die Atlanta, Alter. Die hat auch mehr Glück als Verstand, ey. Oh, ich habe schon 1500 Schaden. Das ist gewaltig. Ich habe 0. Ich dachte, die haben die deutsche Streuung verbessert. Was ist da los? Ja, die ist jetzt immens besser, muss ich im Chat lesen. Die ist super duper, ist die. Aber nicht bei der Schanos, oder? Also die hat auch ganz gut getroffen, also besser als vorher. Du musst dich halt bloß daran gewöhnen, dass du jetzt so ziehen musst mit anderen Schiffen. Und nicht daneben so quasi. Dass es geht. Nachtergefecht, ne? Wir haben keine Augen auf A, da sind die D drin. Richtig? Ja, ist möglich. Oh, ich hab Hydro! Ich hab meine Hydro, läuft. Das ist noch eine Magie, Alter. Ich dachte, die Italiener, die haben keine Hydro, aber ich glaube, die Goriza, die ist jetzt OP, deswegen. Also ich bin offen, der steht hier genau direkt an der Ecke. Obermagie. Okay, willst du den rushen? Ich helf dir. Ich rushe nicht. Sorry, das ist ein Amagi. Ah, ich höre nur Ausreden da die ganze Zeit. Amagi verpult mir einen gleich. Okay, ich schieße zum Glück nicht auf mich, die Amagi. Ich muss gleich auf HE umstellen, ehrlich. Mit Abi mache ich null Schaden in diesen Dreckstachschiffen. Jetzt genug hier mit Jupern. Ich bin ja World of Warships. Mach ruhig Werbung. Kein Problem. Da müsst ihr auf. Vor allem finde ich Jupon die sozialste Plattform, beziehungsweise die sozialste Internetseite der Welt. Das ist für jeden was dabei halt. Ne? Niemand wird ausgegrenzt. Alle bekommen. Jeder hat einen Nutzen von. Ne? Oh, Wahnsinn. Ich hab mir letztens mal aus reiner Neugier, weil es gibt ja auf Jupon die Möglichkeit quasi diese Amateur-Actors quasi, also quasi sowas wie Influencer im Porno quasi, sich die Videos davon anzuschauen. Ey, was für Preise die dafür verlangen, ey, das ist schon Hammer. So rein markttechnisch gesehen, Alter, da kriegst du, weiß nicht, dass du irgendwie so ein 15-Minuten-Video von irgendeiner Alten, die sich irgendwas reinschiebt, dann will sie dafür $25 haben, weißt du? Dann denke ich mir, Alter, warum? Was, $1 die Minute oder was? $25 will sie dafür haben. Krass. Also why? Mal so hübsch war sie nicht. Manche machen das zum Spaß. Ohne Geld dafür zu bekommen. Oh. Und da heult keiner in den Kommentaren rum. Das stimmt. Außer vielleicht Scharke, der sich's kauft, um dann darunter kommentieren zu können, was daran jetzt $25 gekostet hat. Preis-Leistung, Scharke. Da musst du mal bringen, musst du so einen Kommentar drunter setzen. Wie, für den Preis kommst du nicht vorbei und holst dir keinen runter? Scheiße. Enttäuschend. Was ist nur aus Jupon geworden? Ich hätte mir mehr erwartet. Schluss mit den versauten Themen. Lass uns über was Vernünftiges reden. Der arme Gani. Willkommen bei uns, Gani. Nö, alles gut. Ich bin konzentriert, dass ich hier dieses Dreckstück von Le Fantasque treffe. Konzentrieren. Ohne dabei drauf zu gehen. Schau mal, Gani ist konzentriert und trifft das Schiff nicht. Ich bin nicht konzentriert und treff's auch nicht. Ich hab's doch gerade für 5000 getroffen, also so schlecht eigentlich. Der Feldversuch zeigt ganz klar, dass es keinen Unterschied macht. Du konzentriert bist. Ganz genau. Jede weitere Aussage verfälscht nur die Ergebnisse. Ja, zu viel Input ist manchmal auch nicht gut, ne? Oh. Ja, ich ziele auch gerade die Arsch ins Wirren, ne? Das ist ja belastend für mein Team. Letztens ein Replay eingesendet und zwei Penisbilder dazu, schon wieder nicht genommen worden. Gott sei Dank hat der Zufall entschieden, mich vor deinen Penisbildern zu bewahren, Perkele. Sollte ich jemals in den Replays Penisbilder sehen, die nicht meine eigenen sind, dann stirbt das Format in diesem einen Moment. Definitiv. Ah, die Atlanta kommt wieder nach vorne, oder? Nee.
Oh, das, dann ist nicht gut. Ah, deutsches Schlachtschiff. Ach, komm mal. Heißt Aoba auch noch nicht auf die Eier, ey. Shaman sollst du so nicht. Shaman und Yamagi fährt weg, weißt du, Prime. Das ist, solche Lutscher sind das von den Leuten, ey. Kommt doch her! Türbitz ist genau dasselbe. Kommt doch Schalke, her! Schalke, wart mal hier. Ich kann nicht warten. Ja, dann fahr auf oder so. Kapitän sagt, Rückwärtsgang ist kaputt. Das Problem ist, nur dein Kapitän hat hat das gehört, das Vorwärtsmarsch. Ja, warte, ich habe hier noch irgendwo eine Ned Lanter. Dennis, nur ein ganz kurzes. Bitch hat getorbt, Alter. Wisst ihr, was die Italiener gebraucht hätten? Replay Booster. Das hätten die gebraucht. Oh, Le Fantas kommt rein. Shit, alles ist zu. Shit, die sind ab da links. Ich krieg vielleicht die Aoba, dann ist ein Problem weniger. Ja, da ist noch eine zweite Aoba. Ach so. Nein, die hat abgebremst. Die hat abgebremst. Fantask ist noch hier, ne? Ja, die, da habe ich geschrien. Ah, die ist zu. Das Problem ist, eine Sinop hält die Ecke da links außen. Das ist ein bisschen ein Problem. Schalke sieht eh noch gut aus. Ich denke, wir haben gemeinsam die Scheiß am Magi schießt auf mich. Wir sind ganz schön viele Torpedos unterwegs. Muss ich einfach mal so sagen. 2-6 Runden mit Sharky. Lang. Machen 6 lang. Machen Liebe lang. Ja, sowieso. Oh. Holy shit, wo kommt der Beschuss denn her? Alter. Das gesamte Gegnerteam kommt auf mich zu gerade. Ja, wenn unser Mischbrot die ganze Zeit nur hinten rumfährt und wegfährt. Mischbrot, was ist das? Das hört sich rassistisch an. Türpitz an. Der heißt Mischbrot. Das hört sich rassistisch an. Mischbrot. Hat er sich genannt? Dann nichts dafür. Herr Prime, ich werde sterben. Jetzt wundert mich, dass du nicht vor 5 Minuten draufgegangen bist. Wirklich, also. Ach, jetzt snackt mir noch jemand die Gorizia weg, Alter. Ja, Mischbrot. Ja, weißt du, warum winkel ich überhaupt an? Die beschissene Sinop pfeffert mir einmal eine 20.000er Salve rein. Ich nehme jetzt die Hände weg, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, wie ich sie so zurückdrücken lassen kann. Ehrlich, Alter. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Nicht ein bisschen Standhaftigkeit. Weißt du, ich werde beschissener Potenzmittelverkäufer in Deutschland, Alter. Werde ich Millionär. Die nehmen das nur heimlich. Aber durch die Potenzmittel wachsen denen auch keine Eier. Oh, ja, Kotor lässt dich grüßen, Sharky. Ja, danke schön. Ich nehme polnische Bullenextrakt Hoden. Ich meine Hodenextrakt. Bullenextrakt, yeah. Hodenextrakt. Bullenhoden. Tschüss, Prime. Ja, ich habe noch die Salve raus. Ja, komm, da ist Sinop, Hut und ja, Schadenhaus. Ich bin auch von der Magie one-shotted worden. Was soll ich sagen? Von daher. Ja, das war ein super tolles Kackspiel. Ja, da haben wir nur super tolle Kackspiele. Ja, ist nicht so schlimm. Wird sich gleich wieder einpendeln. Wird sich schon wieder einpendeln. In den Arsch, Perkele, tut's weh, wenn man es nicht gewohnt ist. Mittlerweile müsste ich es hart gewohnt sein. Ich kriege meinen Kreuzern immer in den Arsch, weil ich anwinkle. Das ist der Fehler. So, dann sucht Gun jetzt was, oder? Seid ihr schon raus, ja? Ja. Übrigens, das Omaha-Spiel war noch ein Sieg. Oh, hab ich doch gesagt. Pull, pull. Heißt dein Medikament, Sharky, sagt Dennis. Pull, pull heißt. Das ist so ein. Ich wette, das ist nur so ein Proteinshot vom Bullen. Oh. Wird aber intravenös. Ach so, boah. Scheiße. Ich dachte, das muss man oral einnehmen. Ich bin mal Achter. Nee, Quatsch. Okay. Quatsch. Doch, ich bin Achter. Ich pack mein deutsches Schlachtschiff aus. Nee, Perkele, Schalke ist aus freien Stücken gegangen worden, aus Fuß. Nein, er hat gesagt, er will den Platz nicht wegnehmen, weil er spielt nur, weil er vorschwitzt, bis noch wegen mir. Ihr könnt ruhig den Gerüchten glauben, kein Problem. Ich wurde rausgeschmissen, weil ich Gunny sexuell belästigt habe. Ja. Okay. Aber auf Wirken von Gannis Frau, weil Ganni darauf eingestiegen ist, und musste das verhindert werden.
War es nicht so, Gani? Kannst du jetzt einfach nur Ja sagen? Dann ja, na klar. Sehr gut. Genau ja, so, wie du das gesagt hast. Eigentlich ist das Fake News. Also, Gani hat das nicht so zu tun gehabt. Dann eigentlich viel mehr was mit Litchi zu tun gehabt. Bei sexuellen Praktiken, die wir mit Litchi zusammen ausgeführt haben, ist leider sein Fuß kaputt gegangen. Ich weigere mich, die Entschädigung zu zahlen, deswegen muss ich den Clan verlassen. Ja. Das war das Mindeste, was man für Litchi tun kann. Ey, wir sind Topftier. Mau. Wow, hätte ich das gewusst, hätte ich die Torpitz genau. Nee, Prime spielt kein Red Dead Online. Er hat keine Zeit dafür. Leider, ja. Würde ich Geld verdienen mit zu Hause rumsitzen, würde ich Überstunden machen. Da das nicht möglich ist, kein Red Dead für mich. Ja, die gute Zeit. Ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr Gas geben in Warfare tatsächlich. Heute ist Update gekommen mit der Graf B. Ich sehe schon, mein Urlaub, mein Weihnachtsurlaub geht flöten in Warfare, glaube ich. Schalke, ich muss mal mit dir ein psychologisches Gespräch führen, indem ich dir erkläre, warum du nicht so viele Spiele kaufen sollst. Meinst du? Ja, ja. Weil dann hast du weniger halt Zeit für die wichtigen Spiele. Ja, die Fehler. Ja, ich fahr mal rüber. Wir können nicht alle zu A fahren, weißt du? Die Fehler wurden in meiner Jugend begangen schon, Prime, weißt du? Weil wenn Gani und ich dann Star Citizen spielen und du sagst, ich kann nicht, weil ich muss die Graf Spiel freispielen, dann wirst du das bereuen. Ja, nein, für Star Citizen würde ich immer zu haben. Achso. Und was sagst du dann, Simple Mike? Der Simple Mike muss dann auch mit Star Citizen anfangen. Also, ist klar. Und wie heißt er? Simple Mike und. Und Rowdy. Und Rowdy, Entschuldigung. Also, Sharky, unser Team bei B3, das bewegt ihn noch nicht sehr viel, ne? Also, wir werden Fokus sein. Ja, gut, was erwartest du von einer. New Mexico fährt bestimmt voll. die Gorizia schläft. Bandenbezwinger. Nasenbezwinger, okay. Oh, da ist ein Glurak. Wie heißt denn der? Battle Glurak? Heißt der Battle Little Glurak? Das ist nice. Das ist ein Pokémon-Fan. Finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ja. Perok, vielen Dank für deinen Sub mit Twitch Prime. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen hier bei RHC gehört. Wir spinnen. Ist auch bei dir drüben, Prime. Oh, ich bin offen. Damit. Nicht gut. Super. Und unsere Lightning steht beidseitig drinnen. Schön. Ah, oh, kann er ja ruhig. Der DD steht hier von den. Ja, okay. Ich werde hier von der Richelieu werde ich hier gerade bemessen und von der Bismarck werde ich auch bemessen. Oh, und da ist die. Oh, die Mayhen. Die Mayhen. Die ist AFK. Und die Eggley ist. Ach, jetzt zurückgefallen, die Mulligan. Das ist nicht gut. So, die Eggler und die Mähen sind erst jetzt losgefahren. Machen wir mal Hydro an. Wird problematisch. Na, das ist gut, Terok. Ja, wenn du das schon kennst, dann wird dich nichts mehr schockieren. Hallo, Diodoria. Ganz genau, Ferkel, das geht mir tatsächlich ähnlich. Hört sich komisch an. Wir nehmen auch Leute in unsere Star Citizen Company auf, ne? Aber wir setzen natürlich voraus Treue bis in den Tod und unerschöpflichen Gehorsam. Ja, wir werden das mafiös aufziehen. Jeder kann machen, was er will, aber wenn die Organisation ruft, dann muss der Feind bestraft werden. So einfach ist es dann. Also jeder kann sein eigenes Süppchen, den Grüppchen spielen. Wenn es heißt, wir machen was Großes, dann müssen die 10 Leute müssen daher und sagen, ich bin dabei. Ich habe hier ein Spotting-Problem. Alles sieht wir haben uns. Jetzt zwei DDs. Wir haben jetzt zwei DDs. Aber also wir sind. Nur einen bei dir. Ja, das ist die Mayhem, weil alles flieht. Die Mayhem verpisst sich hier. Was wollen wir denn hier? Ich glaube, ich fahre durch die Mitte und komme einfach zu euch und gut ist. Oi, Alter. Alter Sharky hier daneben gezimmert, ey. Eieiei, das klingt nach 9 von 10 Leuten finden ein Gangrape toll, was du da mit den Mafia-Methoden. Nein, das. Ah,
so ist das nicht gemeint. Ist, in der Zeit der Messerära, als die Teverin-Kriege waren in Stansirissen, da haben wir vom Militär Konserven von den Lastwagen gemopst und sie an die Zivilbevölkerung verteilt. So war das. Habe ich nochmal für eine Reichweite mit dem Torpedos, Alter? 13, nein, nicht 13. 13,5, doch. Ja. Oh, die Xis Yang liegt immer noch, ne? Und unsere Egel verreckt gerade irgendwo in meine Hand. Glückwunsch. Mann. Eigentlich geht das schon noch nicht. Oh. Jetzt bräuchte ich ein bisschen Deckung. Von unseren Schlachtschiffen. Wir haben schon zwei DDs verloren. Freilich, die zwei von den Idioten bleiben in meine Egel. The fuck einfach. Das ist noch ein Jurins, ne? Ach komm schon, Scharnhorst, ich würde gerne nach vorne fahren und torpedieren, aber wenn du da fährst, ist das kritisch. Oh, der Egel hat den Mann dahin noch rausgenommen. Sehr gut. Chapeau. Und unsere Main ist sehr ziemlich nützlich alleine in See drin. Gegen den Chapeau. Viel Spaß. Der Regulier will mich. Ich schieße ja schon drauf, aber das kann ich leider nicht. Alles gut. Entspannt. Also die Leute glauben hier, dass wir unsere Mitglieder voll ausnehmen. Wow. Ja. Das ist nicht fair. Machen wir auch, oder nicht? Schade, wir haben darüber gesprochen. Ach so, das sagen wir nur, wenn wir zu zweit sind. Das tut mir natürlich sehr leid. Unsere ganze Planung, die ganzen Pläne. Vor allem, die wollen meinen Tod. Ja. Was fährst du auch so krass vor, ey? Wie, was fährst du so krass vor, Alter? In der Irian. Ah, unsere Leute gehen wieder drauf. Wo haben die denn die fahren gelernt? Ist ja fast schon obszön, was da passiert. Ist ja lächerlich, wie unsere Seite verkackt hat hier, ey. Wart ihr da drüben nicht in Röberzahl? Oder sowas? Ach komm, Alter, das ist ja lächerlich, was hier passiert ist auf der Seite. Weißt du, diese Vollidioten, einer nach dem anderen rausgegangen. Ja gut, sterben kannst du niemanden zum Vorwurf machen. Ja, aber wie? Ja, wie? Das schon, ja. Ich bin ein Kreuzer und ich war vorne und ich habe länger überlebt als die hinter mir. Also, sorry. Was hat denn hier Nebel, ey? Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich komme gleich wieder. Oh, aber der Gegner lässt auch federn, finde ich gut. Kann man Magi nicht von der Hut rammen lassen. Helft ja dann auch. Übrigens, man fährt mit einer Chapaev nicht so gegen eine 5x3 Mogami. Niemals, niemals offen. Der Kreuzer ist Pappe. So, Sharky. Ach so, ist tot. Gani, nicht sterben. Nicht sterben. We need you. Das sagst du so einfach. Hallo, André. Okay.
Ja, Zyklon. Ah, bin ich mal gespannt. Womit helfe ich dir mehr? Wenn ich durchpushe oder zurückkomme? Meinst du mir jetzt? Ja, sicher. Oh, nö, pushen wir durch. Also ja, mit klar. Der einen sollten wir jetzt noch fertig werden, hoffe ich. Dann trade ich mit der Mogami da hinten. Hallo Tonokaut. Ja, erfolgreich nicht sterben ist Königsklasse in diesem Spiel. Ah, man kann schon fahren, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Die Online-Community könnte gut sowas gebrauchen. Ja, wie gesagt, wir nehmen jeden auf, ne? Kein Thema. Jeder, der billig ist. Was? Jeder, der billig ist? Willig. Willig und billig. Ach so. Habe ich das schon richtig verstanden. Sieht nach dem Sieg aus, oder? Ja, das wird's auf jeden Fall, aber der will mich nochmal torpedieren, das Luder. Oh, ich muss mich nur hier hinter die Ecke retten. Ach, klar. Schade. Ja, ich habe nicht viel beigetragen. Ich auch nicht. Oh, André lässt ein super tolles Kompliment da. Sagt, starker FFF. Wie immer wurde ich gut unterhalten. Das freut uns doch, oder? Oh, und Duke flext mit So Snowy. Wahrscheinlich schneit es bei ihm. Bin neidisch. Ja, apropos, wir müssen eins müssen wir voraus aufnehmen. Also nächstes Wochenende. Ja, wir müssen am besten am Sonntag 2 Folgen aufnehmen. Ja. Weil es ist ja Weihnachten. Ja gut, ist aber ich bin beide Wochen da hintereinander. Also, aber du warst. Was machst du denn jetzt eigentlich? Also ich werde auch zu meinen Eltern fahren und für sie kochen. Ich fahre auch zu meinen Eltern, ja. Und ich komme aber dann am ersten Weihnachtstag wieder, glaube ich. Aber ich komme am 27. wieder. Ich habe noch eine kleine Aktion geplant hier bei uns in Hannover. Ja. Wahrscheinlich dann am ersten oder am zweiten Weihnachtstag machen wir das wahrscheinlich. Also Hannover Fan-Treffen mit Sharky. Ja, nicht wirklich. Ich will es ich will's auch nicht sagen, das ist egal. Nein, ist okay. Das ist okay. Wie lange geht denn dieser Zyklon noch? Habt ihr diesen Sonntag FFF Special? Ich weiß nicht, was das ist, Kota. Juk, ich hoffe, du hast ihn rausgeschossen in seinem OP-Schiff. Er hat immer OP-Schiffe. Wir nehmen meistens immer sonntags auf, ja. Vielleicht mal auch am Samstag, aber meistens immer sonntags. Ja. Hallo Daraxul. Da. Ich möchte hier noch diese Base einnehmen, ist das möglich? Gerne, du darfst die New Orleans nicht rausschießen, bis ich die Buchse... Ich weiß nicht, wo sie ist, ich habe keine Ahnung. Ich bremse jetzt, damit ich sie nicht aus Versehen spotte. Nee, ich denke mal, der ist hier links so in die Ecke, der wird bloß nicht gekillt haben. Der weiß, dass es verloren ist. Ich vermute mal, der fährt hier an in der Ecke bei J1. So ja, warum auch noch ein bisschen Schaden machen, ne? Wenn man überleben kann. Ja, das stimmt, ja. Muss man weniger... Die Stats ist überleben besser. Ja, ach was. Wacht. Überlebensfähigkeit, das ist fast eine Schande, ist das. Meine Überlebensrate liegt, glaube ich, bei 29% oder so. Ist ja noch viel. Ist ja noch.
Da war ich auch mal, also bei 30-35%. Gleichzeitig mehr Kreuzer fahre oder DDs, steigt die automatisch. Wir können ja auch gerne mal so eine Rambo-Tour machen, dann ist Schalke nicht immer der Einzige, der vorne ist. Das war nicht geplant, dass ich vorne bin. Ich dachte, ich habe meinen Rücken, mein Team im Rücken, aber dann, ja. Also ich war ganz vorne am Cap, aber ich musste dann abdrehen, sonst wäre ich gleich auf. Ganz genau, Taraxul. Booster, 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 35k kaufen. Keine geplante YOLO-Aktion, das war jetzt einfach nur, ich dachte, okay, die sind hinter mir, da habe ich mich auf die Richelieu konzentriert und ja. Das ist ein bisschen krank vom Wargame. Mit ein bisschen meine ich sehr. Also nicht, dass sie es so gemacht haben, sondern dass das nirgendwo am Ja, Anfang wird irgendwo steht. am Rand rum. Wie viel Geld sie für ihren Habt ihr Stuff nicht alle euch verlangen. fleißig bei Primes Adventskalender mitgemacht? Ja, ich warte gerade noch. Es ist so, es gibt, jeder Kontributor hat einmal im Jahr die Möglichkeit, zum Beispiel seinen Geburtstag zu feiern. Und früher war es so, dass Wargaming, dass man sich vom Wargaming da ein Schiff wünschen konnte. Und ich habe immer gesagt, kann ich das auch meiner Community weitergeben? Ja, kannst du machen. Dann habe ich das Schiff verlost. Wurde aber geändert. Man kann jetzt zum Beispiel, nein, man kann ganz genau $250 für sich selbst ausgeben oder auch an die Community weitergeben. Und jetzt muss ich mir noch die Liste genehmigen lassen, die ich mir ausgesucht habe, damit ich sie dann verlosen kann. Das ist nett, finde ich. Aber was will ich mit noch mehr Schiffen? Definitiv, ja. Wurschtbrot hat 23% Überlebensrate. Siehst du mal. Überlebensrate ist nicht wichtig. Ja, wird immer so aufgebauscht, ja. Generell Stats sind nicht wichtig. So, wer ist jetzt dran? Ich glaube, Moa. Oh, ich Moa, hab. Moa. Oh mein Gott, ich habe einen World of Ja. Warships Stream geschaut und habe dafür einen Twitch Drop Container bekommen. Und das, obwohl hier im Titel nicht Twitch Container Drops drinsteht. Was ist denn der Titel? Ich will Nummer 8. Ich muss die Hipper weiterfahren. $5 gespendet. Wir wollen einen Einhornkapitän. Keine Ahnung. Was willst du, Schalke? Acht Was, Euro was, willst du die was? Idee von André? Nö, ist mir egal, ich will ein random Schiff Hyper. aus. Hallo Hyper. Ich fahre richtig Prinz Eugen, weil es gut passt. Hip, hip. Hurra! Oder Hurray! Hurray. Ich habe mir, hast du Six Under geguckt, beim auf Twitch? Nein, Den nein. neuen Blockbuster. Ich meine, der war schon. Also, der war jetzt nicht unterhaltsam. Aber Nur um zu schauen, ob es select. Best. Also, da war schon ziemlich viel Tobak drin. Hat mich so ein bisschen gestört beim Schauen, muss ich sagen. Ein bisschen zu unrealistische Stunts und Action-Szenen. Weißt du, so à la Fast and Furious halt. So. Dieser Unrealismus gerade war schon ein bisschen. Ich habe den Film nicht gesehen. Um was geht's da? Einfach angucken. Weiß nicht. Kann man gucken. Also, kann man Ja, sich geben. Da aber. geht's darum, dass da so ein Milliardär ist, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt zu verbessern und stellt so ein Ghost-Team auf, quasi aus Geistern, die alle dann für tot erklärt sind. Und dann machen sie halt quasi CIA-Aktionen, bloß halt nicht für die CIA, sondern für sich selbst. Dann befreien sie so ein komisches Fantasieland von irgendeinem Diktator. Kommen wir zu A, ne? Okay. Alles Riker. Sehr witzig, Alles um und aber Formel. halt, wie gesagt, ist auch sehr. Ich komme auch mit zu A. Wir müssen dich shielden. Komm, Schalke, lass du. Viper kann doch nicht von der Prinzessin gehen wegfahren, Schalke. Was ist denn da los? Ich dachte, wir fahren zu C. Nein, der Garni fährt zu A. Dann müssen wir auch zu A fahren. Du C, bei C ist doch schon eine Bendung. Ja, eben, Da siehst brauchen du. sie keinen Spot. Komm an meine Seite, Schalke, da. Admiral Hipper und Admiral Graf Spee und Prinz Eugen. Hat man noch nie gesehen gemeinsam. Ah, Ja. jetzt noch eine Torpitz in der Mitte, weil das wäre epic. Naja, die Torpitz ist ja zumindest da. Also Ich vor habe allem. mir übrigens die ersten Videos angeguckt zum Brachspiel in Warfighter. Ne? Und? Das Kaliber mit AP ist einfach völlig wahnsinnig, weil es einfach alles overpennt.
Du kannst die Graf-Spiel zurzeit wahrscheinlich nur mit HE spielen. Weil die AP einfach alles durchschlägt. Ja, weil ihr nur Zerstörer im Spiel habt momentan, oder? Und die Derlis. Schwere Kreuzer sind auch drin. Aber? Ja, auch durch die schweren Kreuzer geht das durch, halt wie Butter, ne? Das ist. Verlieber ist hoch. Ja, frontal. Bam, bam. Wie ist der Reload beim Schiff? Getreu oder so wie in World of Warships? Also schon getreu. Ich glaube, knapp an die 20 Sekunden oder so, 18? Irgendwie sowas. Hm. Oh, links. Na, Träger. Der soll nicht viel machen, oder? Eigentlich. Boah, hat ganz gut gemacht. Was? Der hat ja. Hat ganz gut gemacht, für nicht viel. 7K genetzt, okay. Ja. Obwohl Charlie? Fast kein Flugzeug durchgekommen ist, oh, sorry. Träger ja. Sind OP. Knutsch, knutsch. Na gut, denn das HE-Spammer kannst du jetzt auch nicht sein, aber wie gesagt, der Reload ist schon ziemlich hoch für Oberfunder-Verhältnisse. Hallo Tabarius. Versuch zweimal die Woche. Oh, Santa. Ja, ich schaffe es diese Woche wirklich. Das soll laufen. Samstag werde ich tatsächlich mal den YouTube-Stream probieren für Star Citizen, weißt du das, Schache? Weil wenn du auf YouTube streamst, dann können wir gemeinsam kann man sicher was machen, damit man irgendwie hin und her switchen kann. Und Gani wird da auch mit dabei sein. Hallo, was, sorry, hab ich nicht gehört. Was? Wo soll ich dabei sein? Ja, Star Citizen runterladen und let's go. Du schießt mit High. Ja, ich fahre da nicht weiter raus. Ich fahre hier die Tirpitz ab und wenn Gani das erobert hat, dann torpedieren und zurückziehen. Kein Problem ist die Baltimore. Wenn die nicht weiterkommen, kann ich's. Ja, und dann sofort abhauen, sonst wirst du nur gerade. Und schau, wie die Richelieu da hinter der Insel kämpft. Nein! Ach, der scheiß Träger hab ich verarscht. Bist du rausgerudelt? Ja. 2 mm oder so. Was haben wir Baltimore? Welches Schiff fliegt hier in Star Citizen? Ich fliege eins der hübschesten. Ich habe eine Avenger. Und die habe ich gebackt 2013 oder 14 oder so. Hallo Grushkin. Und ich glaube, Sharky hat eine. Du hast eine Aurora gebackt. Ja. Nehme ich jetzt beide mit, weil ich Gas gegeben habe? Wahrscheinlich, ja. Aber ich fliege meistens meine Freelancer. Ich wollte mir die Crusader Mercury Star Runner wollte ich mir kaufen. Aber es war nur ein Concept Sale. Das bedeutet, da hätte ich nichts für bekommen. Deswegen habe ich mir die Constellation Taurus gegönnt als dreckigen, schmutzigen Thruster. Und werde dann irgendwann upgraden zu Star Runner, wenn die mal da ist und das ein Concept Sale ist. Aber ich habe mir trotzdem das LTI-Paket habe ich genommen. Noch ein bisschen Unterstützung für das Spiel. Weil ich da schon mehr Zeit drin verbracht habe als in Battlefield 5. Das ist auch nicht besonders schwer, muss man sagen. Ja, das stimmt. Die 8 Stunden waren eine Qual, die ich in Battlefield 5 gespielt habe zum Vollpreis. What the fuck? Nein, die Avenger war das frühere Polizeischiff, das dann ausgemustert worden ist. Sieht aus wie ein Pinguin. Und ich habe noch eine Merlin. Nein, eine P-52 Merlin, ja, so heißt die, glaube ich. Die habe ich auch noch irgendwo rumstehen. Als Token, als LTI-Token. Aber ich wollte eigentlich nie so viel kaufen. Wollte eigentlich nur die Avenger kaufen, weil mehr braucht man nicht mit dem Game Package, um es zu spielen dann. Hi, Berg. Bitte? Hast du nicht? Nein. Gani, was hast du? Du hast eine Aurora. Ich habe eine Hornet. Eine Hornet? Oh, okay. Interessanterweise steht bei mir im Hafen auch eine Hornet 7C. Weiß nicht warum. Habe ich auch, aber allerdings muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht why. Vielleicht wird die dann später wieder rausgenommen, weißt du, für. Vielleicht haben wir nur so just for fun zum Testen drin. Aber wie gesagt, am Samstag werden wir das streamen. Entweder hier auf Twitch oder auf YouTube. Einfach mal ein bisschen. Das Spiel geht mir auf die Eier, ne? Ja, die Hipper kommt jetzt vor, da müssen wir.
Oh, der Rowdy hat sich die Eugen gegönnt. Hast du nicht schon Probe gefahren bei War Thunder? Ich wollte sie mir. Ich habe heute überlegt, ob ich sie mir auch gönne. Ganz ehrlich. Böser Schalke. Eugen, habe ich gesagt. Eugen mache ich natürlich. Nein, nicht deswegen. Ja, ich werde mal auf die Benson gehen jetzt. Sie kommt hier in unsere Richtung. Hydro dauert noch 35 Sekunden. Wenn ich ein bisschen Unterstützung kriege, dann hole ich für uns B. Aber das Problem ist, da kommt eine Torpitz auch noch. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Gibt ja nochmal eine Salve für die Benson, aber nur die Hälfte wird ankommen. Gani, den Rest musst du erledigen. Ja, die fährt jetzt weg, jetzt physisch gerade hier drin. Jetzt bin ich. Oh, ich geh drauf. Oh, gut. Ich komm schon wieder alle beide, weil ich losgefahren bin. Ach, ich hasse. I hate it. Du kannst mich gerne haben, Shinobi. Komm mal auf dich drauf zu, gib dir zum Nebel zum Drehen. Ja, der blöde Flugzeugträger kommt zu mir. Nee, krieg die Torpitz an. Ah, okay, das ist auch gut. War ein bisschen... schon, dreh ab. Dreh ab. Sehr gut. Ich geb dir jetzt Nebel hier. Nein, ich brauch keinen Nebel, ich bin ein beweglicher Kreuzer. Oh, aber da hast du erstmal ein bisschen mehr Ruhe. Er ist ein Flugzeugträger, da muss ich wieder reindrehen in den Smoke. Moment. Die Sichtlinie müsste doch unterbrochen sein jetzt aber nicht. Ja. Sobald der halt wieder kommt, da weißt du, mit seinen Flugis. Ja, aber ja, jetzt mal kommen, der hat glaube ich da dann noch so. Aber was ist mit den Orca da hinten? Ach, Punkte. Sehr gut, IDU. Keine Ahnung, was das ist, was das bringt, aber. Deine Nachricht wurde hervorgehoben. Holy shit, Punkt. Oh mein Gott. Oh, Twitch hat sich das abgeschaut von YouTube. Man kann jetzt irgendwelche Points ausgeben, um seine Nachrichten hervorzuheben. Oh, Twitch lässt aber auch keine Möglichkeit aus, Kohle zu verdienen, ne? So ist es. Keine Erwerbsmöglichkeit. Damit, was macht denn die Norka da, Alter? Sag mal, dreht ihn auf Carolina jetzt nach oben, um Breitseite zu zeigen, oder? Ich weiß nicht, was sie macht. Ich zeige mal ein bisschen breit, damit die auf mich schießt. Oh nein, die dreht doch wieder zurück. Oh, ich habe noch ein bisschen Schaden bekommen, wow. Ja, Schaden ist ein bisschen mau gerade, aber wäre toll, wenn wir das gewinnen. Ja, Schaden ist wirklich mau. Aber von rechts kommt noch eine Richelieu, die wollen jetzt A haben. Nach 10 Minuten oder so. Wir haben jetzt richtig Bock auf A. Nur, dann lass er doch. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir sitzen hier schon Punkten. Viel zu weit vorne, um noch Schaden zu machen. Da kommt halt auch, wenn man rumeiert, ne, als Gegner. Ja. Mein erster Brand gewesen gerade übrigens. Ich hab 3. Ist, wenn man nicht viel schießt, dann kann man nicht viel Brände machen. Das wird hier was noch ein bisschen brennen, die Regelieu. Die Hybo kommt vor. Ich glaube, das ist tödlich. Ja, ich glaube, die wird gerade weggeblasen von der Tierpitz. Ah, die Regelieu schlägt denselben Kurs ein. Das ist unbefriedigend. Wir haben niemanden in der rechten Flanke, der Regelieu, sehe ich gerade. Ich werde in die rechte Flanke der Richelieu fahren. Ach, Schalke macht das schon. Ah, fuck. Das Berge. Kann ich auch mal mit euch fahren? Ich muss meine Winrate pushen. Ach, ich glaub, das schon. Da sind wir die Falschen, Shop. Da sind wir die Falschen.
Hallo Keule, 2:0 für Dortmund. Keine Ahnung, was denn? Champions League oder was? Spielen die überhaupt noch in der Champions League? Sind sie schon draußen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Fußballfan. So, jetzt ist der André wieder dran. Okay. Ja, mittelfristig befriedigend, das Gefecht hier. Ja. Na, wir haben zumindest gewonnen. Ja, das stimmt allerdings. Ah, ich kann heute nur mit einem Kopfhörer spielen, weil ich habe eine Mittelohr-Entzündung und da hat mir auf der einen Seite der HNO was reingeschmiert. Jetzt kann ich meine In-Ears da nicht reinstecken. Was hat die denn reingeschmiert? Gut, dann passt Berkeles Frage mal was Relevantes, Rechts- oder Linksträger. Teils, meistens links, aber auch gerne rechts. Schalke ist nur Linksträger. Gar nicht, ich bin nur links, das stimmt. Woher weißt du das? Habe ich ja schon mal erzählt. Ja, ich merke mir halt relevante Dinge, so wie Perkele. Ich denke, ich habe eine Stufe 9er, den ich fahren müsste, glaube ich. Mhm. Ist zwar unsexy teilweise, aber... Z46. Stufe 9. Stufe 9. Was fahre ich denn auf Stufe 9? Oh ja. Wie kommt man denn mit den blöden Direktiven? Man müsste ganz viel Gorizia fahren, ne? Dann kommt man auch mit den Direktiven weiter. Mal schauen, was... Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin jetzt 8 Gefechte gefahren. Ich werde das Schiff sowieso nicht zusammenbauen. Also für das ein oder zweimal, was ich jede Woche wollte, war schon. Das stimmt. Spürst du Schalkes trage Seite beim Löffeln mit ihm? Frage nicht, Gani. Was bitte? Was war die Frage? Konzentration. Ob du Schalkes trage Seite beim Löffeln mit ihm spürst. Das beantworte ich nicht. Hängt davon ab, auf welche Seite wir liegen, ne? Oha. The Payfast. Oh ja. Das Einzige, was mich ärgert, dass ich die nicht mehr habe. Kannst du zurückholen? Ach so. Ja, weil du deinen Account verbummelt hast, ja. Kannst du trotzdem zurückholen mit Weihnachtscontainer? Ha, 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 ha. Wie viel Geld soll ich da investieren? 1000 Euro oder was? Keine Ahnung, vielleicht hast du auch Glück und du kriegst die beim ersten Mal. Ein Container. Belfast. was ist, also, ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Map? Ich hab auch die Minimap nicht geguckt, weißt du? Übrigens 2:0 für BVB. Ja. Hat Kroll schon geschrieben. Ach so. Also wir sind ja massiv unter Unterzahl auf dieser Seite. Ne? Ja, ich spotte für euch. Ben ist nur Benham Yugumo da und in Alaska. Also das wird interessant. Kronstadt ist auch noch im Geschäft. Was? Ich werde mich mal auf die Flanke schlagen. Was ist da? Eine Alaska. Oh, warum ist die Alaska da? Alaska. Lipiv. Okay, Kronstadt ist auf der anderen Seite. Die Alaska dürft mich momentan nicht in Range haben. Jetzt bin ich getroffen. Jetzt bin ich traurig, ja. Jetzt bin ich traurig. Der Banham. Gucken wir, ob ich was treffe. Ich habe Arme hier drin. Er hat geschossen, tötet es! Wer hat geschossen? Ja, die Benham, hopp hopp! Ich hab schon drauf geschossen. Mein Kaliber ist zu groß für die Benham. 32.000 auf dem Friedel. Mein Kaliber ist zu groß. Rakis Peniswitze hören niemals auf. Das stimmt allerdings, ja. Diese Drecksbänder mit den zigtausend Torps, ey. Ja, ich hab Hydro an, also keine Angst. Ja, ich hab die Benham dreimal getroffen. Oh, 4000 sehr gut. 4000 hat sie weniger. Und 3003 von mir. Ach, da ist eine Leningrad noch in der Mitte. Alaska schießt auf mich, das ist aber nicht sehr nett, Alter. Tötet das Ding. Alter. Drecks. Gym-Kanone der Musashi, ey. 14.000 und ich hab direkt im Arsch zu ihr gestanden, ne, das gibt's nicht.
steckt das jetzt mal. Okay, Jungs, Plan. Ja, wir haben gleich B und dann drauf geschissen. Sag ich immer. Da, dann müssen die kommen. Ach, ich dachte, die Leningrad fährt raus. Das ist doch eine Musashi, ne? Eine Musashi. Also, wenn ich ihr wäre, würde ich da nicht sofort reinfahren, sondern... Mach ich gar nicht. Okay, entspannt. Chillen, ja, weil da sind einfach mal 6 Leute. Und wir sind ja. Nur zu dritt. Mhm. Vielleicht nur noch zu zweit, wenn ich das so sehe, wie die Torps bei dir kommen, oder? Nicht? Was? Pff, hallo? Pass auf, Prime, ich werde es zugehen. Kann nicht zugehen, weil der scheiße Leder ist, ne? Mhm. Weil gar nicht die Idee nicht getötet hat. Entschuldige bitte. Da seid ihr geraten, ne? Wir sind zu dritt hier, hä? Mit der Gorizia. Also eigentlich sind wir nur zu zweit da, Gani. Plus Primechen mit Idee. Diese Drecks Musashi, dass das Kaliber überall durchgeht. Da brauchst du nichts können mit so einem Schiff. Ja, könnt ihr eure Granaten auf D auslegen? Ja, ich bin gerade dabei, zur Hälfte geladen. Schon dabei. Ich bin gerade am Wenden. Ich hoffe, die Musashi wird mich nicht bestrafen dafür. Hab sie angepeitscht, die Banner. Bitte. Ob ich was treffe, ist natürlich eine andere Frage. No, ganz knapp daneben. Der nix. Ein Treffer, 1500, ne? Der Mitleidsmumpel. Vollgas! Oh, shit. Ja, geht. Da. Die Torpedo. Die Torpedo-Renner von Baywatch. Oh, diese kleine Miese. Scheiß Rex Iowa, Alter. Fick dich. Kommt auch noch ein Musashi durch die Mitte. Oh, okay. Gani, fahr zurück und geh zu, wo es geht und wende. Wir können auch den Cap erstmal aufgeben für... Hallo, ich verteidige den hier. Das geht schon. Ich werde mal erstmal zugehen und werde mal wieder reindrehen. Eieiei, die hat geschossen, ne? Aber nicht sehr gut, so wie es aussieht. Ich bin endlich mal zu, ich kann nicht rein. Vorsicht, mal schön wieder Torps. Mhm. Und wieder offen. Oh, da ist die blöde Leningrad wieder in der Mitte. Hol mir mal die Leningrad, oder ich versuch's zumindest. Wo fährt sie denn hin? Ah, ja, hallo. Oh. Ja, die Torp, die Torp die ganze Zeit in den Smoke, den ich da gelegt habe, extra für das. Schopper, hau ruhig den Link rein. Da ist momentan alles erlaubt, bis sie meine Gutmütigkeit ausnutzt. Scheiße, irgendwer fort offen. Fuck. Mit Musashi raus? Ja, sieht gut aus, ja. Aber die Fletcher geht, glaube ich, auch. Hopp, Fletcher, ich smoke dich. Oh, ich habe 2 Zieltreffer auf irgendwas. Wahrscheinlich auf die Iowa da hinten. Das könnte durchaus sein. Oh, Musashi, zeig's mir, Alter. Ich hätte mal mehr Glück als Verstand gehabt, gerade die Musashi, oder? Ein Nicht-Ben und ein Abpraller. Und ich hab ein Durchschlag auf dem Musashi. Die Drecks-Benem ist wieder drin. Ja. Brayton aber auch ganz schön viele Torpedos. Ich finde, die gehen aus, Alter. Ich komme. Die muss aber jetzt raus. Also, die hat noch 3.000-4.000 oder so. Das wäre sexy, wenn die rausgeht. Weißt du, unser Team bei A ist halt einfach komplett nutzlos. Wir kämpfen hier. Gegen 6-7 Schiffe zu viert. Das ist brutal. Hallo Perkele, übertreib's nicht. Sonst muss ich eine Verlosung machen und Perkele ausschließen von der Verlosung. Hallo Limo. Ist Team-Shaming erlaubt? Habt ihr einige Screenshots?
Ja, es bringt halt nichts, das ist das ganze Problem. Ich werde jetzt, werde ich Tops fest. Ich bin gleich wieder im Cap, dann macht die Tops vielleicht auf. Ich treffe auch überhaupt nicht jetzt. Freundvoll. Wie viele Torpedos hat die Bandem eigentlich? 50? 16. 32, oder? 48? Das Problem ist, die kann immer. Das da ist das Problem. Da, tötet es. Ich hab zu wenig weit vorgehört. Aber ich könnte vorfahren, sie mit Iowa möchte sich gönnen. Weißt du was, Brian? Ich fahr da rein und werde die Schlacht. Nein, ist alles gut. Sehr schön. Ich muss jetzt nur einmal smoken. Ich werde trotzdem reinpushen. Gani, hast du Schuss? Nee, du bist hinter der Insel, oder? Da, ich zieh mal eine Line. Das hilft mir ein bisschen. Ich bin fast tot, wenn ich jetzt noch einen Kopf gefressen hab. Die Leningrad war tot, oder? Leningrad habe ich schon, ja. Ausgezeichnet. Ist ja. Wenn du kurz. Ein Torpedotreffer für dich, hab ich gesehen. Ja. Die Iowa hat repariert das Luder. Ah, shit, deine Säcke verrät dich. Ich bin auch nicht da. Ah, okay. Bin gerade am Rand. Ja, danke. Beim Sir Robert. Aber ich habe dafür schon 2,9 Millionen potenziell Damage. Ah, der Captain kann man noch sehen. Dani ist deine Stunde, ich push die jetzt. Oh, das die Alaska kommt. Ja, ich weiß. Alaska sehe ich. Ich schaff's vielleicht vor der Insel noch abzudrehen und die Alaska abzufangen. Mal gucken. Ah, pass auf, das wird schwierig. Schwierig, sagst du? Ich kann auch torpedieren nach links. Fährst du nach links oder nach rechts? Nach links, rechts. Okay, passt, dann torpediere ich dahin. Und halt die offen. Wenn die Alaska rausgeht, sage ich nicht nein. Wie gut ist die Puerto Rico eigentlich? Ja, die Puerto Rico ist kacke. Mit einem Schiff, das man nicht braucht, vergleichbar. Nein, ist echt nicht gut. Der Friedel kommt auch. Ja, ich merke jetzt, oh, da ist eine. Ich hab gerade gefokust. Merke jetzt, oh, da ist eine Georgia. Er schießt erstmal auf die Insel. Ich mach mal kurz einen Nosecope. Ach, jetzt geht der Smoke zu, das ist doch ein Witz. Ja, hätte ich vielleicht doch einen Scope gemacht. Oh Gott. Danke, je nachdem wie viel du jetzt rausnimmst, werden wir das Gefecht gewinnen oder verlieren. Weil das Team drüben ist fast verreckt gegen ein paar Schiffe. Gut, sie haben dann gewechselt, aber. Nein. Ich weiß nicht, ob ich 29.000 auf die scheiß Friedel schaffe jetzt gleich. Ah, ja, ja, was säuft ab? Mitnichten. Deine Secondary hat mir den Kill gemobst. Es tut mir leid. Nee, ist vollkommen okay. Wow. Ich wollte nur sagen, ich bin ein bisschen zu früh rausgefahren, weil die Penner sind zurückgefahren. Und der Scheiß. Ich habe jetzt noch eine Salve. Ja, aber ich sag dir mega Breitgang. Also eigentlich. Ja, eigentlich. Ah, fast. Shit, ich hab mich verraten, das hat er gesehen, das ist nicht gut. Ja. Na gut, aber einen wird er nehmen, oder? Ja, ich hab gleich wieder welche, also so schlimm ist es nicht. 3,5 Millionen potenzieller Schaden. Ja, für potenziellen Schaden werden wir nicht bezahlt. Ja, das stimmt, ja. Aber das zeigt, ich habe eigentlich meine Aufgabe erfüllt. Ja, alles gut. Alles gut. Macht der dann Musashi und bei der Yamato bitte aus den 460 und 459. Schön wirst du sehen, es fährt keiner mehr. Ach Gott im Himmel. Echt? Ich bin offen durch Radar, das ist jetzt bitter, weil die blöde Alaska noch da ist. Ja. Oh. Ich hab die Tops nicht mehr rausgekriegt. Dann verlieren wir das. Wenn wir alle drei tot sind, das schaue ich mir noch an. Das ist. Ja, Admiral Lucien war gerade noch im Reload. Hallo, Fisch frisst. Wenn du dir das noch anguckst, dann mach ich mal ganz kurz.
Ja, das wird sich ausgehen. Also wir können das eigentlich nicht mehr verlieren, wenn wir nicht einfach alle verrecken. Und ich glaube, die Gorize rettet uns das Leben. Ja, schade. Ja, siehst du, Gani, das war mein Fehler, weil ich bin einmal kurz offen gewesen. Dann hat die Yamato oder Musashi gemerkt, dass ich hinten rumgefahren bin. Sonst wäre sie in meine Torpedos reingerauscht, hätte ich jetzt mehr als 121.000. Ja, und ich könnte leider nicht mehr rechtzeitig... Ich habe 120.000, ich habe gerade mal 61.000, weil ich nichts getroffen habe. Hallo, ich glaube, wir drei haben auf dieser Seite alle einen guten Job gemacht, weil wir zu viert gekämpft haben gegen 7 Schiffe oder 6. Und wir hatten 90% D. Ja? Hallo Geistermeere. Oh, jetzt hier im Chat wird geflext. Was haben sie da gemacht? Builders. Ah, no, die Rewards. Oh. Friedrich ist raus, ja? Ja, schön, wenigstens das. Ja, dann gewinnen wir das auch. So, dann bekomme ich vielleicht endlich meine Z52. Sieht gut aus. Die Musashi sollte dem Friedrich nichts antun können, wenn er gescheit winkelt. Ja, das Problem ist, ja, aber er kann nicht hier Musashi und Alaska winkeln. Ja, das gut, aber die Alaska ist. So passt eigentlich gut gerade. Der Lieber von der Alaska ist nicht groß genug. Jetzt muss er weiter nach links. Musashi. Ja, Musashi links. Macht ihn jetzt richtig böse. Aber die dreht schon wieder ab. Ja, sehr gut. Links eindrehen, Friedel. Die Alaska ist gleich hinter der Insel. Die haben verloren, außer sie schießen alle raus und das geht nicht. Warte ab. Ich mach Gumball von Louis, oder? Ach ja, Gott. Gott. Ja, war klar. Gorizia, run! Gut, Alaska hat nichts genommen. Wisst ihr, was eine coole Ansage wäre, wenn Wargaming sagen würde, wisst ihr was, wir spenden 100% der Einnahmen, die wir durch die Puerto Rico erwirtschaftet haben, durch den Charity Stream. Wie geil wäre das? Ja. Das wäre mal eine geile Idee. Einerseits würde dann allen Flamern quasi der Mund gestopft, würde ich mal sagen. Es wäre echt eine coole Aktion. Wargaming, das wäre dann halt eine PR-Leistung, weil die würden dann sagen, wir haben die Puerto Rico so teuer gemacht, damit wir viel zusammenbekommen für den Stream, weil es ja ein Charity ist. Also das wäre ein Schachzug, würde ich mal sagen, von Wargaming. Vielleicht ist ihnen sowas eingefallen. Dann haben sie gesehen, was ihnen an Einnahmen entgeht. Ja, ich glaube schon, dass sich einige die Puerto Rico einfach gekauft haben und da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Also die finanzieren die Server mit, für jeden, der Free-to-Play spielt, finde ich eigentlich nicht schlecht. Gut, dass man Tier 10 Schiff generell kaufen kann, finde ich schon schlecht. Aber ja. Ich glaube, Wargaming fragt uns halt nicht. So, jetzt fahre ich mal meine Doppelmotor den Moin. Hatte ich gestern ein gutes Spiel, 210.000 Schaden. Hallo Wolf, grüß dich. Knapp 3.000 Base XP. Oha. Was weißt du, Des Moines? Oh, ich habe ein Schiff, das ist fast so ähnlich, aber mit der bin ich richtig beschissen. Ich habe auch ein ganz ähnliches Schiff, was der Des Moines sehr ähnelt. Ich habe das hier, was hast du? Ich suche gerade, wo ist sie denn? Kauker, das ähnelt der Moin, in welchem Leben denn? Wahnsinn. Ja, Kauke, das hatten sie. Hallo, Alfred. Das hatten sie.
Aber sobald sie ein Stufe 9 Schiff zum Verkauf angeboten haben, da wusste ich schon, das wird nichts mehr. Das ist so eine Politikeraussage gewesen. Was interessiert mich heute, das Geschwätz von gestern? Hm? Oh, ich hasse diese Map. Griechenland. So, wollten wir sehen, wie ich die Young stehen lasse? Links oder rechts? Hm. Rechts, oder? Na, links. Links, rechts ist schon 5, theoretisch. Ja, ja. Wenn wir nach links rechts fahren, dann werden wir rechts. Ja. Die haben vollkommen recht. Ich weiß, viele Leute finden die Werft voll toll, aber ich glaube, das ist nur so, weil viele das so aufgepauscht haben. Man kann nichts machen in der Werft. Man erfüllt die Direktiven. Ja, man sieht nur den Progress, oder? Ganz genau. Man sieht den Progress, erfüllt die Direktiven, setzt Booster rein, das war's. Das ist wie jedes Event mit Direktiven, nur dass man jetzt sieht, oh, ich bin jetzt so weit. Unten hat man einen Schwanzbalken. Das ist alles. Schwanzbalken. Ja, doch. Hey, schau mal, ich habe schon 11.000. Oh, da. Und das ist so wie, das hat nur den psychologischen Effekt, die Angst zu schüren, dass man es dennoch nicht schafft. Aber es ist kein Unterschied zu den anderen Direktiven, außer dass halt zeitlich begrenzt. Und das waren sie immer schon durch einen Patch. Fertig. Jetzt ist halt noch mehr Druck. Oh, schaffe ich das wirklich? Soll ich nicht doch noch einen Booster kaufen, nur sicherheitshalber. Weißt du, das ist... Nein. Also eigentlich, RPF zeigt... Eigentlich muss man sagen, dass es wirklich sehr gutes Marketing oder Salesman ist von Wargaming tatsächlich. Wenn man es rein betriebswirtschaftlich betrachtet, ist es echt schon gut gemacht. Ja, aber die kopieren jetzt halt das, was die Handygames die ganze Zeit schon gemacht haben. Das hat... sehen halt, okay, andere Free-to-Play-Spiele wie, ach Gott im Himmel, wie heißt das, Clash of Clans und Candy Crush, die machen extrem viel Money mit diesen, oh, aber wenn du das jetzt einsetzt, dann kommst du schneller voran und ziehst du den Balken da, setzt 6000 Candy Crush, keine Ahnung, Pedo Lutscher ein, dann kommst du schneller voran. Was, Pedo Lutscher? Ja, ja. Pedo Lutscher? Ja, sorry, das... Oh, ich sag Candy Crush. Was weiß ich, wie die ihre Dinger da nennen. Ihre Candies. Ja, man bekommt jetzt die Dublonen wieder erstattet. Einfach weil sie, das ist auch nur fair. Ich glaube, das müssen sie machen, weil sie vergessen haben hinzuschreiben, dass man am Ende doch noch 35.000 reinpfeffern muss, damit man hier rüber hat noch, also, oh Gott. Ich bin schon wieder... Eine Bismarck. Das tut mir sehr leid, Bismarck, für dich. Mann, die schießen auf mich. Die schießen auf mich? Tirpitz? Smolens. Oh ja, ich habe richtig kassiert. Diese, ich fahre mit dem Schiff immer zu weit nach vorne. Ja, ist schon gut. Hallo, ich bin zu seit 10 Sekunden. Come on. Was Gröberes schießt da von hinten auf mich. Musashi war das, ne? Gott im Himmel. Keine Ahnung. Da, wo ist das Mistding hier? Hinter der scheiß Insel sitzt das, so wie ich. Ach, ich gehe nirgendwo mehr hin. Jetzt bleibe ich hier und farme. Farm ich fett. Wenn es was zu farmen gibt hier. Doch, doch, sonst haben wir das Ding. Wichtig ist, dass uns die Kleber nicht in die Seite fährt. Alter. Die scheiß Bismarck hat zwei Zitadellen bei mir. Ja, bei mir auch. Muss aufpassen, die hat heute das Spiel ihres Lebens. Hörst du, bremst der ab endlich hier? Ja. Kleber, Torpedoreichweite. Okay, keine Info, ist auch eine Info. Was sagst du? Was sagst du? Lever hat zurück auf Torpedo-Reichweite. 9 Kilometer, glaube ich. Geht ja noch. Ja, geht ja noch. Sind unsere Schlachtschiffe hier auf der Seite? Mal belastend.
Guck mal, was eins da fährt gerade rein. Der Conqueror da gerade zwei Brände gemacht. Ja, das sind die zwei Brände, die noch gebrannt haben die ganze Zeit. Ah, okay. Schießt sich auf mich und trifft mich, aber ich zu bin. Nein. Da. Ah, der Toto. Der geht mir hart auf die Eier. Ja, Bismarck oder was? Ist gleich raus. Die, glaub, Prime. Die Kleber. Kleber? Hm? Eigentlich. Versuchen wir uns zu unternehmen, ne? Da ist eine Smolensk. Die Smolensk hast du in Radar, ja, oder? Ja, die habe ich in Hydro. In Hydro, ja, ist gut. Die hat mich auch in Hydro. Ja, ich beschieß die jetzt. Ja, jetzt kommt hier die. Du darfst nicht zu weit zurückfahren, weil. Smolensk, warte, kann ich drauf schießen gleich. Warte. 4 Sekunden. Kann ich wieder nach vorne, die Smolensk? Oder? Keine, ja, sieht so aus. Wer fährt die an? Oh, ich habe jetzt ein bisschen kacke gezielt, oder? Ruderausfall bei der Smolensk, immerhin. Da, ich helfe dir jetzt bei der Wurst. Gelutscht. Nichts sterben. Ah, nee. Na, keine Chance bei so vielen. Ich muss schon Booster, entscheide dich. Wo bist du hin? Nach links wählt sie. Ah, shit, die überlaufen uns. Ah, ich muss die Runde fahren. Morgen smoked sich, aber ich sehe, wo sie steht. Ja, Booster sollte raus sein. Hoffe ich jetzt einfach mal, ne? Ach ja, komm. AP für den Arsch. Oh. Der geht über den Berg, den Berg. Ach, ein Durchschlag. Ey. So. Was? Wer will die Turboschnecke? Hallo Turboschnecke. Hallo Schnecki. Die Berge sind schon ziemlich nervig, ne? Die Berge, ja. Was? Die Kleber? Ach so, ja, die ist schwierig zu treffen, das ist das große Problem bei dem Mistteil. Der Rascho V, der weiß schon, wie er nicht rauf toppen kann. Aber ne, doch, das toppt nichts. Ah, ich schieße ja schon drauf. Aber ich treffe nichts. Doppelt ist raus. Sehr gut. Smolensk sollte auch die letzten. Die Bär macht noch eine Runde oder was? Na los. Sehr gut. Brand löschen. Ja, Hydro müsste man haben, ne? Nur kein Brand, danke schön. Ja, wird jetzt kritisch hier. Brauchen Cap. Ja. Schon auf dem Weg zu B. Reported all in C. Ach so, ja. Wer war das? Da reporte ich doch zurück, die Yu Yang. Fahr mal näher ran an B, um das zu erobern. Die Hindenburg kriegt ihr raus, oder? Ach so. Nicht wirklich, ne. Die gerade nur gestriffen. Weiß ich, was unsere Sascha macht? Die Torbne Hindenburger.
Ich weiß nicht, warum man überhaupt nach Sascha fahren muss, aber. Ja. Viking, mach's gut. 2 zu 1 BVB gegen RB. Keine Ahnung. Die Kleber kommt wieder rum, Primechen. Ja, weißt du, das ist. Repo kommt. Ach, fuck, ey. Wo ist mein Aim hin heute? Wir brauchen das jetzt. Wir kommen noch nicht rechts. Was gut. So, ich will das hier jetzt erledigen. Ah, die Republik, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Ja, vor allem, weil sie halt wegfährt, ne? Aber ich bin offen. Ach, was denn eigentlich? Ja, Sascha, die fährt irgendwo auf der C-Linie rum. Ach so. Na gut, zum Glück kann sie nicht torpen, habe ich gehört, aber. Ja, nicht auf dich. Ja, aber wahrscheinlich. Ist da auch. Ach, drei Schiffe ziehen auf mich hier mal Zeit. Ja, Sascha fährt irgendwo hier rum, sagst du? Mhm. Er hat gerade die Iowa rausgetorbt. Ich geh mir nicht auf die Eier, ey. Boah, wieso bremst der Konkurrent so kacke, ey? Come on! Muss mal da hinter die Insel. Ich nehm dich als Schutzschild gegen die Hindenburg. Bist du offen? Nein, ich bin zu. Ich bin auch zu. Das bedeutet, der Sascha ist bei C. I am zu 2. Moment, schauen wir mal. Ah, ist ich mal drin. Also, lass uns mal cappen, bevor ich hier schieße. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, ist er. Da ist ja Sascha. Mhm. Kommt rein, sie macht mich gerade auf. Ja, die ist offen mit Radar. Problem ist, wir müssen die erledigen, bevor das Radar aus ist, und das ist aber gleich aus. Los. Bringt mich da voll mit HE, Alter. Ja, die Smolensk. Vollgas drauf. Schau, ach, die lebt immer noch, oder was? Das ist die zweite. Das ist das andere Smolensk. Ah. So ist es. Zuerst die Smolensk, dann nehmen wir uns die Sascha vor. Wenn ich es überlebe, heißt das. Wenn ich treffe, gut war. Und hopp. Du müsst eigentlich jetzt raus sein, oder? Komm, ich schieß nochmal, sicherheitshalber. Was hast du, wie schnell kann ich auf K? Bitte? Was hast du, wie schnell? Was ist der Reload bei der Asashi? Die 7,5 oh, Sekunden shit, bei den Geschützen, glaube ich, aber das Problem ist nicht. Ah, kacke, ich bin raus. Das werden wir nicht gewinnen, weil. Ja, weil das Asashi hat mich gefickt. Ah. Schieß lieber noch mal so weit, aber so. Die Asashi hat mich gepögelt. Oh, Musashi. Ich werde von der Musashi genudelt. Oh ja. Close. Really? Die schenkt mir noch ein bisschen Schaden, echt jetzt? Oh ja. Sehr nett von ihr. Und smoked sich jetzt hier, das finde ich auch sexy. Weil mein Radar ist gleich wieder ready. Sashi? Nicht sterben! Uiuiuiuiui. Jetzt ist sie gierig, jetzt ist sie gierig. Was? Schadenstechnisch, ne? Was? 113, dass sie hier stehen. Ja, 113, es ist. 113, ne?
Fünf Schiffe zielen auf mich. Willst du mich verscheißern? Da bist du noch du da und unsere Hindenburg, die noch relativ healthy ist tatsächlich. Hörst du auf hier? Okay, die schießen alle auf mich. Hilfe! Ich kann sie hindern. Irgendwann ist auch das Beste vorbei. Tschüss, gute Nacht, Rudi. Shop, mach's gut. Ja, schlaf schon. Ja, tschüss. Dort war ein Sieg. Ja, stimmt. Hab ich ja schon. Stimmt. Ja, ich habe 2 Millionen getankt. Also, naja, scheiß drauf. Weil wir haben das nicht erst reingespielt, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich so hart schuld sind, dass wir verloren. Ich weiß nicht. Wir lassen den Chat entscheiden. Plus 1, Shark ist schuld. Plus 2, ich bin schuld. Plus 3, Gunny ist schuld. Plus 4, der Rest des Teams ist schuld. Ich würde sagen, plus 4, das sind immer schuld. Sehr gut, Kota hat. Ich glaube, das reicht schon. Dankeschön, Kota. Kota hat schon gesagt, plus 4, das passt. 100%. Das ist immer das, der Rest des Teams schuld. Ich habe mir jetzt mal einen mega Weihnachtscontainer gegönnt. Oha, okay. Weh, da ist kein Schiff drin. Da ist Minimum ein Schiff drin. Minimum. Wahrscheinlich die Puerto Rico. Ja, oder auch nur 2000 Golddublonen. Oder, wie viel kannst du dir für 2000 Golddublonen kaufen? Neue Container? Das ist sozusagen, es geht immer weiter. Nein, kein Scheiß. Schau mal nach. Wie viel... Wo denn? In der Waffenkammer? Oder? Ja, in der Waffenkammer kann man sich die Dinger kaufen. Wo gibt's die denn? Weihnachts... Alle sind schuld, inklusive Litschik. So, wieder genau. Da. Baby. Einen. Nein, du kannst... 1250. Ja, das ist das Mega-Geschenk. Ne? Also, ja. Ja, okay. Oha. Ich kaufe auch 2. Der Chat verlangt es. Neujahrsluftschlange. Yeah, oh, Stück. Sehr gut. Da können wir feiern. So, was nun? Ja, jetzt geht's weiter. Du bist dran. Und ich gewinne eine Belfast. Nein. Ich habe 20 frostige Tannen gewonnen, ne? Wie warst du fast genommen? Normale oder was? Nein, die Mega, also die für 1250. Okay. Oh, ein super Container! Ich habe einen super Container bekommen! Die Marble Head. Was? Ich habe die Murmansk! Was? Wieso kriegst du ein Schiff und ich nicht? Ja, weil ich das noch nicht habe. Ja, Ende. Ich wollte im zweiten Advent-Video die Poltava verlosen, habe die Verlosung verpennt. Und am 16. ist das Eintragen abgelaufen. Also niemand gewinnt die Poltava, obwohl ich extra ein Video dazu gemacht habe. Voll traurig. Ich krieg die Poltava, weil sie vom LKW runtergefallen ist. Tut mir leid. Ja, lieber hätte ich sie dir geschenkt, als dass sie komplett rausgeht. Das ist so fies. Hab dann nochmal angeschrieben am Montag, ob ich den Gewinner schnell ziehen kann und eintragen kann. Nein, es ist abgelaufen. Am Sonntag, ne? Sonntagabend. Ich sag's dir Prime, ne? Wargaming verarscht mich, weil ich nur so herziehe über Wargaming. Ja, deswegen ziehe ich auch nie irgendwas. Also zum Spotten eine Marblehead oder so. Aber ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich schon. Natürlich beschwere ich mich. Lockt ihr jetzt bald was ein? Ja, warte, ich nochmal. Das ist Container Nummer 4. Das ist Container Nummer 4. Ja. Das war 15 gleich, also 4. Was soll ich denn einloggen, Gani? Was soll ich denn einloggen? Yay, 20 Luftschiffe. Ich sage, hör auf, Container zu kaufen. Du kannst dir mit Stufe 10 gewinnen, kannst du dir alles quasi. Also kannst du das. Kannst du dir einen Container erspielen und den dann öffnen? Was hältst du davon? Ja, ich glaube, ich spiele. Ja, die Morgane. Finde ich toll. Oh, Bourgogne. Ja. Ich glaube, ich muss heute noch die Prinz Eugen beschaffen, glaube ich. Weißt du was? Habe ich die Kleber schon ausgebaut? Ah, natürlich. Ah. Musch. Ich
glaube, ich habe mich bei der Kleber verskillt. Ich habe 15,3 Kilometer Reichweite, das ist nicht gesund. Wäre nicht besser? Nicht nur die Länge macht's. Mal wenn schauen. Du schießt, bist du ja dann auch immer auf 15,3 Kilometer offen. 16 sogar, ja, das stimmt. Aber vielleicht will ich das. Vielleicht möchte ich potenziellen Schaden sammeln mit dem Schiff. Vielleicht. So, 3DDs. Was haben wir denn an DDs? Shima, Shima, Z. Ich würde sagen B, oder? Was, wenn wir bei C gespawnt sind? Schau mal, Gunny fährt. C ist Problem, weil C wird halt. Die stellen sich halt an ihre Fuck-Insel, weißt du? Ja, wir fahren einfach nicht so weit raus. Gunny stellt sich mit der Remoine an die Fuck-Insel. Was haben die? Eine Seele? Buh, reicht nicht. Wusta? Okay, Moskau, das könnte tragisch sein. Und wenn Gunny dann Radar anmacht, dann bumsen wir die DDs raus, die da sind. Ganz einfach. Und dann fahre ich außen rum, bespaß dir die ganze Zeit mit Feuer und halt die offen, während du von Reichweite hinten Feuer machst und Gunny auch. Und dann drängen wir die zurück. Hallo Big Shadow. Und dann gewinnen wir hier. Das ist der Plan. Was? Big Shadow oder Dick Shadow? Big Shadow. Dick Shadow wäre natürlich auch ein geiler Name. Das wäre auch ein geiler Name, das stimmt. Das wäre auch ein geiler Name. Klingt wie ein Plan zum Frauen abschleppen. Muss ich mir danach nochmal anhören. Wenn das funktioniert, dann bringen wir ein Buch raus. Neuer Comic. Dick Shadow and Vag Hair. Also für Vagina. Oh mein Gott. Auf Verbrecherjagd. In Ball City. Also das RPF wechselt jetzt immer zwischen hier und hier. Also. Ja, die sind auch erst gerade losgefahren. Also. Was da? Weißt du, die sind. Die eine, da ist wahrscheinlich eine Wusta, die fährt auch dahin. Ich sneake mich mal da hinter die Insel, ne, und dann komme ich mit so einem Surprise, Motherfucker, komme ich dann um die Ecke. Ich werde. Mein Arsch jetzt Richtung Gegner drehen. Oh. Pro Tactics, ja. Pro Tactics. Also ich bin jetzt geortet. Machen wir Hydro an, nicht, dass wir random Tops kommen. Auf was andere Seite? Kann natürlich sein, dass die DDs nicht hier bei uns sind, ne? Dass die alle wegfahren. Also irgendwas fährt hier gerade hier hinten lang. Oh, eine Borgon. Oh shit, ich glaube, ich zeig dir ein bisschen breiter. Borgon. Ich bin offen. Montana ist auch da. Ich bin auch offen. Bedeutet außen ist ein DD. Da ist die Schimmer. Sehr geil. Die wird gleich keinen Spaß mehr haben. Komm gern. Dankeschön. Ach komm, wenn ich so ziele, hat die natürlich viel Spaß. Dann mal da raus. Immer. In die Torpedos der Shima, das war noch interessant. Aber siehst du, das funktioniert. Jetzt fucken wir hier die Borgon ab, bis sie sich verpisst, und dann holen wir uns C. Da ist nur noch eine Monty. Die haben überhaupt keine Radardeckung. Sneaky, sneaky. Oh, Torpedotreffer auf die Borgon, das ist super. Noch einer. Nein, ah, schade. Der Plan hat funktioniert, war aber scheiße. Was? Nein, das war super. Ein super Plan. Ich bin wieder offen, also der DD ist hier vorne noch. Ich werde gleich auf die Monty eröffnen, sobald die Borgon weg ist. Ach scheiße, jetzt sehe ich die Borgon nicht mehr.
Das Problem ist, das sind zwei Smokes. Das bedeutet, wir haben auch die Minotaur da, ne, in der Ecke. Ja. Ich farm da mal ein bisschen Potential Damage. Komm. Ah, die will nicht auf mich schießen. Kriegt ihr die Burgon raus? Das wäre ja, mega sexy. Ich versuch's gerade. Ich kann nicht drauf schießen. Die brennt aber. Sie müsste abbrennen, jetzt Doppelbrand. Was mit der Monty? Die steht oder was? Scheiß auf die Monty, nimm die Minotaur. Ja, ja, ich habe aber gerade noch HE drin gehabt. Ich musste die Ladung mal loswerden. 6 Sekunden gibt's Radar dann. Ich bin jetzt zu. Das scheint nicht im Range zu sein. Schieber ist aber noch am Stüssel hier. Wir haben schon 2 LEDs verloren übrigens, ne? Wahnsinn. Minotaur, Vorsicht. Komm mal wieder raus. Nehmen, glaube ich, mal schnell. Bleibt drin, Gani. Mino nicht mehr. Bleib drin, Gani. Ich hol schnell C, damit wir zumindest ein Cap haben. Oh, nee, Mann. Ja, pass auf. Kein blassen Schimmer, ne? Wo die scheiß Schimmer ist. Warte, das ist jetzt. Ich dann fahr ich vor. Nein, warte. Jetzt kann ich. Mino ist abgehauen. Ja. Bin die ganze Zeit offen, als entweder ist sie wahrscheinlich eher direkt vor mir. So, lass noch mal. Mal Hydro an. Also, ich bin wieder zu. Welt. Also, die steht irgendwo hier. Das ist. Das kann nicht sein, was sonst wäre ich offen. Ich bin die ganze Zeit. Gut, ich bin offen, weil ich auf die. Jetzt bin ich offen. Ich fahre jetzt gleich hier nach vorne, wo die Schimmer das letzte Mal gesehen wurde. Ich will nur schnell das Cap mitnehmen. Da. Und dann let's go. Jetzt war ich offen. Mal ein bisschen zickzack. Mal da an, da ist er. Hi. Gut. Ah, pass auf, dass du nicht in Hydro Range der Minotaur kommst. Auf der Jagd nach der Minotaur. Ja, mein Problem ist er. Die Montana. Wo habe ich hingeschossen? Da habe ich nicht hingeschossen, Spiel, ehrlich ist. Da habe ich nicht hingeschossen. Wir nehmen schnell hier die Minotaur raus und dann. Ja, geht nicht, ich werde schon raus. Dann die Monty. Aber da habe ich nicht hingeschossen, Spiel. Ganz im Ernst. Ich habe gerade meine Mumpel versammelt. Sagst du, es hat sich ein, jetzt hat es einfach beschissen gezielt, so wie ich die meiste Zeit. Nee, ehrlich nicht. Ich hab einfach nur vorgehalten auf die Mino und. Hallo, Linkschui. Bisschen über der Wasserlinie. Die Mumpel sind verhungert. Plan B braucht's nicht, wenn Plan A gut ist. So wie unser Plan. Also entweder sind wir immer zu langsam bei dem, was wir machen, oder unser Team verreckt einfach zu schnell. Okay, ich weiß nicht. Jetzt geh endlich raus. Gut gemacht. So. Hat jemand Hydro am Schlüssel? Nee. Mein Hydro ist gerade ausgelaufen. Ah, okay, gut dann. Ich bin ja, zu. Ich hatte die Mino getorbt, weißt du? Die Shima ist immer noch hinter dem Smoke wahrscheinlich. Ja, die wird wahrscheinlich auf mich getroffen gerade. Die war rausgefahren, die hat mich ja gespottet gehabt. Ich bin jetzt auch zu. Jetzt bin ich offen. Ich kann jetzt nicht eine Shima jagen, Alter. Machen wir auch nicht. Wir müssen zu. Wir sind zwei Shimas. Genau, wir müssen zu B. Ja, und ich werde links von uns sein. Ich werde wahrscheinlich dann die Torpedos fressen, weil, naja. Als ob ich da nicht über den Berg komme, Alter. Frechheit. Eigentlich sollte Kurfürst und Minotaur einfach rechts von C bleiben. Das wär's halt. 5 Schiffe ziehen auf mich.
Ja, stehen bleiben, Garni. Was fährst du denn so weit nach vorne? Wenn ich jetzt 6 Schiffe auf mich ziehe. Ich habe jetzt gleich Radar. Ja, ich befürchte mal, dass das die Shimakaze Radar ist. Radar kommt. Salem. Die vorne ist, ja. Das sind die anderen. Da sind die anderen Shimatorps, ja. Ja. Da ist noch eine Krabbe. Oh Gott, Schiff! Warum machst du sowas mit mir? Kann ich nichts machen. Oh shit, da ist eine Sau. Jo, die ist auch schon die ganze Zeit. Ja, das ist auch. Das ist scheiße, dass wir alle um eine Ecke gefahren sind. Das ja, ich habe ja gesagt, ja, die hinteren hätten woanders hinfahren sollen, ne? Ja, das ist Schwachsinn, ja. Ah, ich denke noch ein bisschen Potential. Da vor mir, Alter. Ehrliches? Schade, schade. Da hat er recht, der große Kurfürst. Pilos, Dachschiffe, Kreuzer. Na, Shima. Die haben es richtig gemacht, die haben uns nur aufgehalten mit 3 Schiffen. Ach ja. Bin mal gespannt. Oh, Minotaur. Echt jetzt. Ja, hätten wir doch vielleicht noch gefahren sollen. Das war schon gut bei C, aber. Nein, das hat eigentlich schon gepasst bei C. Das Problem ist halt, wir können ja halt nicht alles machen, das ist der Scheiß. Das wäre teilweise halt einfach notwendig. Wir haben ziemlich früh bei DDs verloren, das ist ja. Ich habe die Minotaur verkackt. Naja. Ach, die halt einfach gegen so ein Mistding. Sonst fast hätte ich sie gehabt. Fast hätte ich sie gehabt. Manchmal müssen wir so unsere Sau für eine Rolle spielen. Ja, ja. Supporterrolle. Ja, ich bin unzufrieden mit dem Gefecht. Haben wir nicht gut gespielt. Absolut, absolut. Muss ich dir leider recht geben. Sommers wäre eigentlich ein guter DD, wie sind die gestorben? Keine Ahnung. Ganz genau, Wurfsport. Noch ein paar Zitas für die Direktiven mitgenommen. Ja, die Mino hätte raus müssen. Das stimmt. Die hat einfach gegengeheilt gegen meine Zitarellen, das war brutal. Was haben wir jetzt? Jetzt darfst du aussuchen. Jetzt halt einer von euch. Jetzt darf ich aussuchen. Ja, ja. Der ehrenwerte Herr Scharke. Schau, 10 haben wir alles verloren. Ja, 10er brauchst du nicht fahren. 10er ist.
Lass mal 7 fahren nochmal, bitte. Sieben, ausgezeichnet. Entscheide ich mal, ob ich meine Gorizia hier ein bisschen besser unter Kontrolle habe. Moment, ich muss dann noch auf die Gorizia. Moment, nicht starten. Ich muss. Geht eh nicht. Ich habe keine Flaggen drauf auf der Gorizia. Da gehe ich jetzt full ham mit den Flaggen. Das ist eine gute Idee, sollte ich vielleicht auch mal reinmachen. Da 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 da. Shop-Seite. Shop-Seite. Was denn auf der Shop-Seite? Was? Gar nichts, überhaupt nichts. Ach, du gehst auf die Warfighter Shop-Seite. So. Ja. Ja. Altier ist unfahrbar, da wieder die elitären Spieler Tier 10 fahren. Die fahren doch alles. Oh, die Zeppelgraf. Diesmal müssen wir gewinnen. Ich glaube, ich habe noch keinen Sieg in der Gorizia, seit ich sie habe. Ich habe keine Gorizia. Ich habe gar keine Gorizia. Ja, die Gorizia ist aber, wie gesagt, also ich persönlich finde es ein Holz. Ich mag die auch nicht. Wie sämtliche italienischen Holz, die ich bisher gefahren bin. Ich ertappe mich immer dabei, mich nicht dabei zu ertappen, wie ich den Smoke benutze. Geschmack ist halt immer subjektiv, ne? Dem einen gefällt es dem anderen nicht, das ist... Ja, das stimmt. Ich finde die SAP-Munition einfach nicht gelungen. Mir kommt vor, als würde auf Krampf da was gemacht worden sein, um sich special zu machen. Hallo Wurstfinger. Special Scheiße. Ja. Und dann der hohe Reload. Ja. Meine, SAP soll gegen DD sein und wenn du DD one-on-one gehst, kannst eine Stelle austeilen, wenn du Pech hast und dann machst du das. Ja, aber die sitzt, also Schaden macht die genug? Die macht ja nur Pens, ja, das ist egal. Aber nur alle 14 bis 20 Sekunden. Ich würde sagen, kriegen wir hin, Rowdy, kriegen wir hin. Muss zwar morgen arbeiten, aber ein bisschen Zeit habe ich dann ja noch. Ah, der Träger kommt angepimmelt, ey. Jo. Warte ein bisschen ab. Wer sind ihr schnell? Wer kommen nach vorne? Lächerliche Frechheit, ey. Aber die ist halt Stufe 8, da machen wir nicht so viel. So. Und hier ist aus, das ist gut. Ja, ja, in der von Sack bekommt man durchaus von SAP-Salven. Also Kreuzer und TDs, aber. Schlachtschiffe weniger, wenn man ein bisschen am Winkelt. Random Torps. Besten Torps. Dreht natürlich ab. Unser Träger ist halt. Ja, jetzt ist er da. Huch, Berg. Ich finde die Italiener vom Damage auch so stark. Eine Salve Bismarck. 21.000 Leben. Ich nehme immer sehr viel Damage, wenn ich Italiener fahre. Hallo Rummel, der Rummel. Jeder Treffer eine Zitadelle. Hallo Amatogo. Kommt der CV schon wieder. Weißt du was? Kein Bock auf die Scheiße da. So. Ja, der CV kommt jetzt wirklich. Kann ich jetzt auch nicht mehr ausweichen. Unsere Anti-Air interessiert gar nicht. Ja, unseren CV interessiert das nicht so. Und mit Anti-Air kann man das... Ich will immer die Torpedos benutzen, das einzig Geile an den Italienern, aber ne. Ja, Zara. Auch voll auf die Zara, wenn geht. Hammer Togo, vielen lieben Dank für deine Sub mit Twitch Prime. Dankeschön. Okay. Das achte Monat, wie lange mache ich den Scheiß hier schon? Vielen lieben Dank.
Mach mal Hydro an. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die gegnerischen DDs sind, tatsächlich. Ja. Weil unser CV ist drüben, Sims. Noch, scheiß einfach mal aufs Poppen. Er kommt ein bisschen rein, da draußen ist nichts und ihr helft nur dem Gegner euch abzufarmen. Kommt wieder rein. Alles gut. Ach. Und ich liebe die flache Flugbahn der Italiener, damit kann man super arbeiten. Nicht. Haben wir ein bisschen eine Bismarck gerade. Kotter, ich bin eine Zitadellen-Naschkatze, wie es aussieht. Ich bin offen. Das bedeutet, die müssen da sein, in der Nähe. 15 Kilometer. Ja, die sind hier. Musst du aufpassen, Schalke. Torpedos. Ja, ich werde gleich wieder mega fressen. Vielleicht gehe ich sogar raus, wenn ich mal. Summenvogel. Achso, ja, kann ich sogar einzige auch übersetzen. Ja, nicht wirklich. Also Dankeschön für deinen Sub mit Twitch Prime. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für die verschenkten Emotes. Da kommt der CV wieder und wir bringen das CV gar kommt wieder. Sich zurück, das bringt mir überhaupt nichts. Oh Gott, jetzt kommt die Bismarck, die löscht mich jetzt. Na, ich gehe auch zu, das hat keinen Sinn hier. Der CV fickt mich. Was der, weißt du, erstens immer Doppelbrand, der scheiß CV. Egal was er auf mich wirft, ob er Kartoffeln wirft oder Bomben. Ah, so muss. Das ist Wahnsinn. Ja, easy. Easy ist was anderes, ja. Tun uns gerade richtig schwer. Sehr gut. Ja, aber der Träger macht hier auch was er will, Alter, ehrlich jetzt. Ja, wir bekommen aber Hilfe von der Mitte, schaut mal. Ja, ey, nach 6 Minuten oder 5 Minuten haben sie es endlich mal geschafft, ins Gefecht einzugreifen. Sorry, das ist einfach zu lang. Ja, das dauert zu lang. So, und jetzt sind sie da alleine, weil wir uns zurückziehen mussten. Jetzt waren sie verrecken gegen den Schlüpper. Ich habe nur noch 13k, wird ein bisschen kritisch hier. Und ich sehe nicht ein, mich jetzt hier zu besten. Ich glaube, ich spiele, wir machen Italiener keinen Spaß, wenn ich die falsch spiele. Da ist die Cossack. Gefühl habe ich auch, oh, ja, sehe ich. Ja, Tülo, ne? Jo. Ja. Also smoken und fliehen. Ja. Aber der hat, glaube ich, nur 3 Kilometer oder so einen Spaß. Jo. Ah, nur einen Treffer. Mein Träger kommt dann schon wieder zu mir. Das ist nicht gut. Ich werde sterben. Alleine nicht gut, nein. Ich werde sterben. Na, er dreht wieder ab jetzt gerade, ja. Magi ist verlocken. Also die Antier ist on point. Wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal für die Subs mit Twitch Prime. Dankeschön. Sollte ich das mal vergessen, tut mir leid. Wenn ich konzentriert bin, hin und wieder, war ich auch aufs Spiel. Nur ein bisschen. Ein kleines. So, ich möchte mal wissen, was unsere Benzer und ihr Ismael machen. Was soll das? Ja, die versuchen, einen Punktevorsprung herauszufahren. Ach, warum ist echt Torpedos hier auf dem Schiff? Da hörst du doch Hydro. Ja, das ist super, das kann ich gut einsetzen. Weiß. Putze. Weißt du was? Okay. Scheiß Ismail wollte auf mich schießen, ich zieh jetzt einfach den Smoke, hab gar keinen Bock auf die. Kann mir keine Ismail-Salve leisten. Ich mir auch nicht. Die Kageo macht jetzt eine Zeppeline. Okay.
Eieieiei. Ah, Siren G, das ist purer Zufall, sag ich da mal. Du musst ein bisschen auf die Dings aufpassen, ne? Auf die Kosse. Ja, weiß ja keiner, wo die ist. Zumindest ich hab keine Ahnung. Die ist zurückgefahren. Die war einmal kurz offen, als die Seasmail 3 Kilometer weiter hinten war oder so. Oh, das wird der Dallas nicht gut tun. Ich bin der Nächste, wie es aussieht. Kommt doch schon mal, wo die Kosse gesehen. Ja, nicht suchen, nur Köpfe verteidigen. Das da muss raus. Ich will jetzt eine Full Salve auf mich abgeben. Ich zeig breit, mir ist es egal. Doch ein bisschen rausdrehen, ne? Besser. Ja. So, und jetzt wird's lustig. Gegen ein russisches Schlachtschiff SAP. Das Ding brauchen wir nicht mal anwinkeln. Man muss aber sagen, die Ismael hat auch noch so viel Superstructure zum Treffen, das ist brutal. Also, da machst du Schaden ohne Ende. Solltest du Torpedos nutzen? Ja. Ah, ich zeig ein bisschen breit, damit ihr ein bisschen auf mir. Ja gut, du hast mehr HP, ich zeig gar nichts mehr. So, Moment. 7000, ja. Angewinkelt. Danke, mach das jetzt mit den Torpedos. Oh Gott, mein Spock ist ja aus. Ich bin tot. Komm, wir töten die jetzt schnell, bevor Jacke stirbt. Ich will sowieso sterben durch Arizona. Ja, die trifft nichts, das ist eine Schrotflinte. Ich mach keinen Schaden auf das Mistding, verrecke doch endlich. Nein! Das ist lächerlich. Und solange die Munition so ist, kannst du es echt in der Tonne kloppen. Ja, ist sehr gut. Ja, gegen Schlachtschiffe machst du halt nix. Also nix nicht, aber ist halt. Hashtag schwierig. Ja, heute schwierig. So, fahr da mal rein und scoute die Arizona. Nicht West Virginia, bitte nicht in den Bug von 4 Schiffen rein, Jolon, wenn's geht. Natürlich, das macht so keinen Spaß. Noch eine Zara. Eine Zara. Schön in den Ritz geschossen hier. Weiß nicht, wir sind doch vorne. Warum greifen wir denn jetzt immer noch weiter an? Okay, beide lesen bei denen in den Base. Ne? Kann eigentlich auch mal ein Spiel in eurer Division gewinnen, würde mal gerne mit euch schippern. Na, sowas gibt's bei uns nicht. Wir sind ja keine Promis. Wir sind keine Prostituierten. So ist es, ja. So viel zum Thema, wir führen. Ja, das ist wie gesagt. Ja. Wirklich belastend. Ah, komm. Er kriegt die auf. Ja, dann. Ah, super, jetzt hat sie schon geschossen. Gott im Himmel. Brauch nur einen Glücksschuss auf die Sims. Eine Granate, 2 Granaten, dann. Die werden sie gelöscht. Ah, sehr gut.
Sims is Rose. Hätte ich doch Petrus, würde ich jetzt durch die Mitte brettern. Ja, haben wir aber nicht. Ja. Wenn der Gegner CV jetzt mitdenkt, weiß er doch gleich, dass ich alleine fahre und kann mich abfrühstücken. Ja, auch bei mir dasselbe. Deswegen schaue ich, dass ich zum Team komme. Oder ich schaue, dass ich eine lange Anfahrt habe, dass es sich für ihn nicht bezahlt macht. Schwierig. Aber die Arizona hat gedreht. Das ist ein bisschen problematisch für dich vielleicht, gar nicht. Ja, Träger kümmert sich um die Arizona. Der Träger kümmert sich um die Arizona. Wir können mal jetzt mal ein bisschen schauen auf die Bismarck. Hast du nur SAP auf dem Ding oder hast du auch AP? AP, aber SAP macht mehr Schaden, wenn sie durchschlägt als AP. Ja. Das ist ja das Krasse. Den habe ich mir gemopst. Aber wir müssen das gewinnen. Mir ist tatsächlich der Flugwinkel der Granaten ein bisschen zu flach bei den Italienern. Ist angenehm zum Zielen, aber auf 15 Kilometer brauche ich nicht so eine Mündungsgeschwindigkeit, dass ich es angenehm zum Zielen habe. Oh, Graf Zeppelin gegen Bismarck, das wird wehtun. Oder er verkackt den Anflug und das wird nicht wehtun. Ich hab die Implacable gesehen. Oh. Heißt die Implacable oder Implacable? Implacable. Okay, nur weil ich bin nicht so gut bei den Namen. Weil es kann ja sein, dass das ein Name ist oder so. Und mit dem Ding habe ich mich noch nicht beschäftigt, weil ich mag das nicht. Ich lade mal AP gegen die Implacable. Was sagst du? Obwohl Implacable ist auch falsch, ne? Ist ja ein A. Vielleicht auch Implacable, keine Ahnung. Ja, eben. Ja, das ist. Was? Wohin fährst du denn, wenn du Unterstützung brauchst? Dann wo ramme ich das Vieh jetzt? 4000. Mit 3 Stoßstege, 5 Abpraller mit AP. Komm, du erledigst das doch jetzt. Hier kannst du SAP benutzen, oder? Bist du ja eigentlich breit? Durchgehen. Was haben wir für eine... Für 6 eine Durchschläge, 10.000. Jetzt habe ich nochmal AP drin. Ja, 6 mal durchgeschlagen und ein normaler Durchschlag. Oh, schau da, da kommt sie. Die Cossack. Ja, ich bin einfach ein Freund von Hai. Vielleicht mache ich da mal im neuen Jahr so ein jeder ein Gefecht oder halt immer Stück für Stück, aber es ist halt mega zeitaufwendig und eigentlich gar nichts bei uns im Clan. Ich bin glaube ich seit einem Jahr oder so nicht mehr, ja das jetzt nicht, aber seit Monaten nicht mehr mit ihm gefahren, du weißt wie es ist. Ende sagt, im Placable wird es ausgesprochen. Ja, kann gut sein. Also wie gesagt, ist ein A hinter dem C, kein E. Ja, es ist... Deswegen, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Und... 2000 immerhin. Gönn dir, Gani. Ich schieß trotzdem drauf, ne? Sehr gut. Dankeschön, Ende, für die Info. Das war jetzt aber hart erkämpft. Ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nur 60k gemacht. Ich habe ein Scheißspiel gehabt, wie gesagt. Es war schwierig, der Ecke. Gani geglänzt.
Gegen den CV war es einfach schwierig. Briten sind halt ein komisches Volk. True Story. Ein kleines verrücktes Volk. Ja. In London habe ich Fish and Chips gegessen. Hab mir mehr erwartet, aber wenn ich danach gedacht habe, da eigentlich, was soll man sich erwarten von frittierten Fisch und großen Pommes? Also. Und Essig. Hast du mit Essig gegessen oder hast du mit Remoulade gegessen? Ich glaube, da war ein bisschen Essig drauf, aber hab dazu noch so die weiße Mayonnaise oder so und ein Guinness getrunken. Ja, Remoulade halt, ne? Implacable. So ist es Lautschrift. Ah, okay, vielen Dank. Implacable. Wahrscheinlich implacable. Implacable. Okay, vielen Dank. So, mal schauen, was die zwei Fahrten mit der Gorizia gebracht haben. Ja, ich glaube, die Wargaming will, dass man die Gorizia kauft, damit man das einfacher erledigen kann. Geil. Hey, geil wäre, wenn stehen würde, machen Sie 500.000 Trefferpunkte Schaden mit Torpedos an Schiffen mit der Gorizia. Das wäre richtig geil. Ich hab noch nicht mal Abschnitt 1 fertig. Ich auch nicht. Aber ich bin auch also, so... Also Abschnitt 1 noch nicht. Also nicht mal den ersten Teilbalken. Ah, den habe ich schon. Habe ich nicht. Aber die 23 Millionen, 2,3 Millionen Punkte potenziellen Schaden. Warum nicht 23 Millionen Punkte potenziellen Schaden? Das wäre mein geiler Auftrag. Vor allem du bist dran, das Einloggen. Ja, mir oder? Egal. Such du was aus. Schach hier mal rein. So, ich habe ein bisschen Kiel gelegt. Alle Zero. Und, Mach ja eh Schaden mit der Gorizia, ja, voll Nahkampf. Jetzt mache ich einen großen Kackhaufen drauf, auf den Kiel und lass ihn so stehen. So, was bin ich? Ich bin drin, ich habe gerade rausgesucht, ne? Nee. Dann habe ich jetzt was eingeloggt. 36 Millionen in der zweiten, ja, das ist fair. Das sind so 4 Gefechte mit den großen Kurfürsten, ne? Ach, was spiele ich denn auf 8? Oh, ich habe eine Lightning, damit es weitergeht mit dem Teil. Und wo sind die Briten? Gute Chef. Mache Gefecht ja, lang. Nehme ich erstmal die Prinz. Ja, ich gehe kurz auf die Toilette. Könnt schon starten. Okay. Ah, Zero, noch keine Zeit gehabt. Bin erst 8 Gefechte oder so gefahren seit Patch. Ich weiß, viel zu wenig, aber wird besser Wochenende dann. Ja, wisst ja, das Puerto Rico Event ist nicht für die arbeitende Bevölkerung gedacht. Ah gut, dann gehe ich nach dem Gefecht auf die Toilette. Ich dachte schon, bist mit dem Headset nun auf dem Klo. Das wäre geil. Oh, wie geil. Ich würde sagen, von nach A, oder? Ja. Ist nur ein 10er-Gefecht, das heißt, wir haben Narrenfreiheit. Ja. Lieber hin. Würde ich sagen. Ja, hässlicher CV wieder. Ja, zum Glück ist es, sagen wir so, kein 10er-Ziffer, ne? Das Problem ist trotzdem, dass er uns immer squattet. Ja, das stimmt. Oh, jetzt habe ich mir das scheiß Mikrofon in die Fresse gehauen. Habe ich gehört. Tat's weh? Ja, schon. Das ist doch nicht, wenn du es abbeißen willst, oder wie? Ne, ich wollte mich kratzen und es kommt jetzt, das blöde Headset kommt jetzt von rechts und ja, lange Geschichte. Resultat, Mikrofon in die Fresse. Oh. Ich bleibe übrigens bewusst in eurer Nähe hier mal für den Anfang. Alles gut. Ich keine Ahnung, mal schauen, was hier passiert.
vermute mal, unsere Tür ist so durch die Mitte. Hm? Das Problem ist, wir haben Buffalo und Baltimore da, ne? Und Cleveland zum Gegnerteam. Das ist... Wenn ich jeder Kreuz an Radarkreuzer sein, wobei Cleveland ist drüben. Hm. Die Shima auch, also hast du, haben wir ja die Z. Ja. Die ist drinnen. Aber wir haben halt keinen. Hardspotted. Du hast halt den Concealment Vorteil eigentlich bei. Ja, ja, bei Radar ist das halt Wurst, das ist das so, Problem. So, also die steht... Ah. Oh, die hat geschluckt. Ja, das war nicht von mir, aber die hat geschluckt. Alles gut. Na, Hydro, aber sie hat geschluckt. Torpedos auf dich. Ja, ja, ich fahre ja schon zurück. Das Ding kommt aus dem Sack. Ja, ah, ist einer ist keiner, Gunny, weißt du doch. Da war der Kurfürst, Zirpitz, Buffalo. Über den Conqueror schon gesichtet? Ja, ne? Leider nein. Wieder spotted, das heißt, der DD ist rausgefahren aus dem Nebel. Na, dann fahre ich wieder hin. Und da. Okay. Wieder zu. Problem ist die Buffalo und ich weiß noch nicht, wo die Baltimore ist. Ah, da ist die Baltimore, sehr gut. Da ist die Baltimore. Oh, wie muss die Schimmelkäse schon mal rein? Echt, ich hab's nicht geschafft reinzufahren, bevor der Scheiß da ist. Hydro ist an. Da, Achtung, jetzt gleich ploppt die nochmal auf. Ich kann grad nicht drauf schießen. Gleich. Ich kann drauf, aber meine Schüsse brauchen halt eine halbe Ewigkeit. Erst bis zum Mond fliegen. Du bist ja eh nicht drinnen. Nein, nein, die ist gerade rausgefahren. Da ist sie, bitte. Ich glaube schon, den Ernst, dass du was treffen. 13 Kilometer. Mal gucken, vielleicht schießt noch die Sau mit drauf. Ach, schön, nee, Sau schießt nicht mit drauf. Ein Treffer nur. Ich muss jetzt abdrehen, weil der Kurfürst kommt mir mega nahe. Oh Gott. Oh, die Tirpitz wird sich die Kaga schnappen vielleicht. Das war so nicht geplant, Kurfürst. Komm mal mit dir rein ins Cap. Porter, mach's gut. Ja, pass gut auf, ich kann dir smoken, schon ab, aber da ist die Buffalo mit Radar. Oh, Zane, vielen lieben Dank für deinen Sub. Mit, ja, ist normal. Oh, du musst viel Geld ausgeben hier für mich, ne? Vielen lieben Dank. Kriegen wir die einfach rausgefokust, damit er sich verpisst? Die Buffalo? Ja, die Buffalo, das wäre... Ich bin schon drauf, ich bin schon drauf, aber... Ja. Ich darf nicht zu nah ranfahren, weil der Kubus ist nicht nah. Da, ich zieh da mal eine Line hier. Okay. Gar nicht Line. Seacrown! Ja, nice! Das ging gut hier. Das lief. Deckt er gleich wieder was auf. Hydro ist klar, ist noch eine Minute, ne, dass du Bescheid weißt, aber geht nur 33 Sekunden, meinst du? Ja, mein Andi, vielen lieben Dank für den Host. Danke, danke und herzlich willkommen an alle, die jetzt mit dir sind oder mit dabei sind. Willkommen. Da. Ich schau mal kurz nach, ob die Z hier ist. Ja, die ist hier. Also pass gut auf wegen Torpedos. Soll ich mal Hydro jetzt an? Nee, nee, ich hätte noch 38 Sekunden gehabt. Ich fahr mal hier ein bisschen. Ich bin auch nicht offen, also immer da, da hinten. Ja. Ah, da ist sie, sehr gut.
Kota, vielen Dank für die 200 Bits, du Verrückter. Ich dachte, du gehst ins Bett. Geh jetzt ins Bett und gib nicht Geld wenn aus. Wenn du jetzt langsam fährst, kannst du mein Nebel mitnutzen. Ja, aber dann deckt doch... Ja, der Kurfürst deckt ein bisschen was ab. Okay, ja, ich bremse mal ab. Okay, komm ich zu dir. Dann fahr mich ein bisschen Schaden. Vielen lieben Dank, Kota. Der Nebel kommt. Ah, ich bin noch nicht im Fokus, alles gut. Ich muss ein Stück zurückkommen. Vielen Dank. Unser Kumpel ist draufgegangen, der hat echt einen guten Job gemacht. Ja, der kriegt einen Loop. Er hat echt gut gebrawlt. Mit AP. Hallo Brille Schielmann. Guten Abend. Hallo Klaus. Glaub ich, Alter, habe ich alle schon begrüßt. Hin, hallo, aber wahrscheinlich seid ihr da in diesem komischen Werbedingsbums festgehangen. Vielen lieben Dank für den Host nochmal, für den Raid, Andy, und schönen guten Abend an alle, die dazugestoßen sind. So. Glaub ich, Alter. Wird das standesgemäß gemacht. Sollten vielleicht erstmal den Kurfürsten abfrühstücken, aber der brennt ab, ne? Ja, der soll's eigentlich. Den will ich gar nicht klauen, da wer den gefackelt hat. Ja, ich wollte bloß wissen, dass der raus ist. Wir haben auch top jetzt Kredit zeigen können. Wir wollten ihn schon klauen, aber hat nicht funktioniert. Ach so. Kann man auf die andere Seite rüber, ne? Vorne ist da. Die klappt ein bisschen zusammen, die Seite. Torpedier mal auf die Tierpitz. Hallo Wolfsetzer. Vorsicht, da kommt gerade von mir. Achso, okay. Hier sind noch knapp 30 Sekunden, ne? Ja, ich hab dann noch einen kleinen. Also. Immer schön Feuer legen auf alles. Baltimore kommt von oben rein. Ich glaube, meine Torpedos. Die haben nur einen guten Gedanken. Soll ich nochmal einen Smoke legen für uns? Ja, ist sicher nicht schlecht, aber das schon. Den kann man rein. Dann gehe ich auf. Acht, oder? Eigentlich, du musst aufhören zu schießen. Bin ich dir im Weg wegen. Haut doch Torpedos raus. 5,5. Okay. Hau aber ein Stück nach vorne, dann kannst du deine 8 Kilometer Torpedos nutzen. Aber pass auf, Baltimore ist auf 10,2, ne? Ich muss jetzt eh raus, weil jetzt die Torpedos tot. Konko ist echt rausgegangen. Das ist belastend. Aber die geht auch raus, oder? Oh, hallo. Hallo. Nein, wie elegant das Luder da. Hab gleich wieder Smoke. Ja, ja, alles gut. Wie gesagt, das Problem ist ja die Baltimore. Ich beach mal auf der Insel, damit. Okay. Da. Ein Radar über. Dankeschön, Brille Schielmann. Solange es Spaß macht, sage ich immer, kann man es machen. Ansonsten. Danach ist kritisch. Wir haben auch die Tüte der Yamato und Hindenburg. Haben wir hier noch? Ja, du musst gut aufpassen. Wir gehen gleich zu B und cappen das. Ja, ich versuche es so lange wie möglich zu verzögern. Hast du Smoke? Gerne, dann ich texte dir rauf. Also kannst du. Alles gut. Okay. Kiten. Okay. Nach vorne kiten nenne ich das immer ganz gerne. links. 2, 3, 4. Ein Tänzchen. Autsch. Fuck. Da baute man immer die Insel hier mit mir durch. Das ist wirklich lästig, gell?
So, ich hole das schnell und dann fahre ich zu D, glaube ich. Was ist, wenn die dreht? WG sollte die Größe der Libby auf 9 anheben. Ja, und dann sollten sie das Clan-Gefechte nennen. Oh, das wäre richtig übel. Dann gibt es nur noch Stomps von Leuten, die eine gute Divi haben. Ist der RPF, André? Nein, ich leider nicht hier. Aber die fährt hinten rum, oder die möchte gerne. Die wird dann Radar zünden wahrscheinlich. Ich hoffe, die gibt Gas, damit sie meine Torpedos noch schafft. Ich überlege, ob ich jetzt schnell durch die Mitte fahre. Nein. Surprise. Das wirst du nicht überlegen gegen eine Iowa und eine Yamato. Da. Oh, da kommt die Baltimore. Genau, mit Radar, das bedeutet, lass uns die jetzt rausgannen da. Hat sie gerade an, ja? Ja, hat an. Leider hat es nicht geschafft, meine Torpedos zu nehmen. Der Radar ist aus. Wow. Ach, du smokst auch? Die Iowa hat gezielt, Alter. Achso, ja, die hat geschossen. Nein, bleibt, die hat geschossen. Die ist noch 20 Sekunden offen. Was? Was ist denn das für eine Frechheit? Ich fahre raus. Warte, mein Smoke geht noch mehr. Alles gut, ich bin am Fahren. Ich kann den eh nicht mehr nutzen. Pull up ist auch. Hast verkackt gegen die Hindenburg, Alter. Teamgefechte, weil solche aber die Zufallsgefechte sind ja der letzte Mist. Ja, es ist. Ich finde die gar nicht so schlimm, ganz im Ernst. Damit hat ja alles begonnen mit den Zufallsgefechten. Du musst schon mal auf HI wechseln, das ist ja. Ja. Na gut. So. Brauchen wir die noch? Nee. Nicht wirklich, ne? Sehr gut. War, glaube ich, nicht schlecht runtergespielt von unserem Team jetzt. Mhm. Ich frage mich, was die Amato gemacht hat vom Gegner die ganze Zeit. Die ist außen rumgefahren. Was ich um die Ecke kam, war sie eine Full HP. Also, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Das ist immer noch fast Full HP. Ja, wie 80% der Amato-Spieler hinten stehen und snipen. Ich habe gehört, man kann nichts dafür, wenn man nicht beschossen wird. Positioning, ja. Positioning, hast du gehört? Gar nicht. Positioning. Ja, aber das ist halt dieses Skin-Kaliber von der Amato und der Musashi. Du brauchst bloß irgendwie treffen, dann machst du immer 5er Schaden, wenn es nur einer Mumpel ist. Also ich hoffe ja, dass die noch überlebt, damit wir das noch schnell cappen können, gar nicht. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt steht sie ja im Fokus. Ich weiß nicht, wie viele Torpedos plötzlich auf sie unterwegs sind. Ja, da frage ich mich immer, wie die auf über 10.000 Gefechte kommen. Wurschtbrot, das ist ganz einfach. Gehst du rein in Random, bist nach 3 Minuten tot. Fährst loser Kurfürst, bist nach 3 Minuten tot. Fährst du wieder Yamato, bist nach 3 Minuten. Das geht schnell dann. Ja. Ja, aber selbst schlimm. Ah, den Fürsten wollte ich loben, muss er denn? Der hat zwar nur wenig, aber. Ja, weil er halt früh rausgegangen ist, das ist das Problem. Ja, weil er zu sehr gefokust wurde, aber er hat uns quasi Luft gegeben hier drüben. Ja, stimmt, ja. Der hat gut gespielt. Also für einen Fürsten ist immer schwierig. Der hatte Eier. Das ist. Sagen wir es mal einfach so: Der ist nämlich reingefahren, der hat das gemacht, was ein Schlachtschiff machen sollte. Ja, aber sehen, wenn du so Leute bannst, die das Schiff halt nicht so spielen, wie sich Wargaming das gedacht hat, dann sind irgendwann keine Leute mehr da. So, eins mache ich noch und dann ist für mich heute Feierabend. Bei mir auch. Ja, für mich auch. Also, was machen wir? Machen wir 3er Rufus Brawl, sagst du. Finde ich gut. Das ist doch okay. Ja.
Aber ich hau den rein und dann gehe ich auf die Toilette. Ich muss den Druck abbauen, bevor ich Druck aufbauen kann. Ja, bis gleich. Auch gleich wieder, oder? Wieder da. Wibbe. Oh, eine zweite DS. Das ist doch super. Aber richtig schön durch. In durch. Um. Brawl. Bitte, die kommen gleich alle zu uns rübergefahren und lassen A völlig frei. Ja. Sonst war. Fährt einer von euch so richtig durch D durch oder einer von uns so rechts von D vorbei? Ja, rechts dauert lange, ne? Mhm. Ich fahre. Wäre halt gut für die. Prime ist Crossfire noch nicht da, das heißt Prime wird der letzte Überlebende sein. Aber dann kann er aufräumen. Wir bereiten vor, er räumt auf. Das finde ich okay. Haben die für die DS? Große Boy, Shima, ja. Ajo. Wenn wir natürlich gegen die Hindenburg in Brawl gehen, dann wird's böse, ne? Den 8 Torps. Ja, wer hat Angst vor der Pedos gar nicht? Come on, ey. Ja, vor 8 schon. Schalke, kompletter Stopp. Nein. Doch, weil du bist alleine vorne. Gar nicht braucht noch eine Weile, bis er da ist bei uns. Das ist Helm noch vor mir. Außerdem ja. Bin ich schon zu weit reingefahren. Ich leuchte schon bis nach hinten. Schau, dass du hinter der Insel. Aber bleib einfach stehen, mal. Bist du offen? Nein, noch nicht. Ja, siehst du, dann bleib mal stehen. Wenn du offen bist, dann fahren wir gemeinsam wieder weiter nach vorne. Wir müssen da ein Zeichen setzen, dass die mitkommen müssen. Ne? Dass da hier der Sakoi One ja nicht rumpimmeln kann die ganze Zeit. Aber wieso ist gar nicht so weit hinter mir? Der ist doch mit mir drin gewesen. Ja, weil er ganz links gespawnt ist. Nein. Ich bin rechts von dir gespawnt. Ach doch, ja, stimmt. Ja. Ich bin gerade wieder gekommen. Warum bist du so weit hinter mir? Weil ich von der. Ach Gott. Hier ist nix auf D. Ja, dann können wir auch durchbrawlen, also durch D. Aber ja, momentan, wir. Das sind noch 4-5 Schiffe. Ach, nur das ist ein Pandora. Pandora. Oh ja, schießt natürlich, ja, man doch. Weniger im Zoom spielen. Pandora, oh, Pandora. Der Purg ist da. Pandora hat dieselbe Zitadelle wie der Conqueror, richtig? Jo. Das ist eine Schimmelkäse. Komm, Schimmelkäse muss raus. Oh ja, sehe ich. Also, wenn meine Türme gedreht haben, ist die weg. Soll ich Hydro schmeißen? Nee, ich bin am weitesten vorne. Noch nicht. Nee, bist du, nicht wirklich, aber okay. Hoffentlich Radar. Deine Hydro wird mir nichts nützen. Weil die kommt mir entgegen. Gar nicht. Ja, Stalingrad hat Radar gezogen da. Da ist ein Conqueror. Fährt der vor oder zurück? Das ist der Stalingrad auf rechts. Ja. Stalingrad, Freunde, das ist ein Problem mit der Stalingrad gerade. Müssen die wegmachen. Ja, aber ja. Schnell. Ich lasse meine Hydro trotzdem laufen gar nicht, sorry, aber. No, ist mir zu heiß. Du bist zu weit weg von mir. Stalingrad muss raus. Problem ist halt, die hat. 7000 habe ich hier gerade gedrückt, in ihrem Zustand. Du hast Hydro an, das ist gut. Hydro läuft, ja. Aber die Schieber hat nur einmal geworfen bis jetzt, das ist ein Problem. Ja, müssen gut aufpassen hier. Ja. Gorizia ist auch noch da, Venezia meine ich natürlich. Venezia, Gorizia. Ich glaube, ich werde erstmal eine Salve auf die Venezia hauen. Hat sich voll gelohnt.
Ja, volle Power auf die Stalingrad, hilft alles nichts. Die wird von hinten beschossen. Alles bist du. Ich sie gerade raus. Boah, ich bin so richtig der letzte Seite. Sehr gut. Warum nicht reinrutschen, Fürst? Natürlich, natürlich. Kann mir jemand sagen, warum ich die Veneta durchmopse? Na, er muss auf die Mitte des Schiffs ziehen, ne? Hab ich so ungefähr gemacht, ja. Wird gleich nochmal talken. Die Shima kommt auch gleich nochmal von links, gell? Wenn übel ist. Ja, gehört. 18 zu weit vorgezielt. Nehmen dir mal ein bisschen was ab, Gani. Wichtig ist, dass wir den Thunderer rausnehmen hier. Ja, ich hab gerade noch abgehört. Problem ist halt die Schieber, ne? Vorher. Ja, gehört. Ja. Die ist immer noch da hinten drin. Komm, geh drüber. Wenn ich Hydra anmachen soll, sag Bescheid. Das ist ausgefahren, glaube ich. Ja, mach ich mal an, ne? Oh shit, da direkt frontal ist. Noch ist die Shima zurückgefahren zum Luder. Ich kann die nicht bestrafen, wenn sie Breitseite zeigen. 4000, echt, willst du mich verscheißern? Ich warte auf mich gar nicht, ich komme jetzt auch wieder mit nach vorne. La 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 la. 22 Sekunden kann ich noch ein bisschen hochhealen. Unsere Hindenburg haben wir auch ganz schön kassiert, wa? War? Ja, sicher. Der war auch ganz schön kassiert gerade. Da auf die. Kommt rein, Gani, ne? Naja, ich komm schon wieder ab. Wer kommt rein? Die Kurfürst. Okay, ich komm gleich um die Ecke dahin. Ja, bis du da bist, wird's. Ey, wieso macht die 14 und ich 5? Bin ich schon offen, ey. Ja, komm, ich fahr weiter nach vorne. Entweder zeigt der Pride der oder. Der will nicht rammen. Nee, das Schiff hier rückwärts fährt. Oh, die Streuung, ganz im Ernst. 1200. Die 10K. Ich bin leider nicht schnell genug um die Ecke vorne. Ja. Ach, leck mich doch. Der rammt mich. Schimmelkatze und hinten die Gorizia. Venezia. Die Gorizia, wir blamen die jetzt. Ja, genau, die 406er nehme ich. Venezia. Kann ich nicht mal markieren für Beschuss, ja. Hyro läuft bei dir? Prime? Ist ausgelaufen. Oh, die ist bei mir. Oh mein Gott, bei mir ist die Shimakaze. Oh shit. Also, oh ja, meine ich nicht. Aber sie bleibt offen, Ich muss die Video auf. Entspannt. Secondary, do your thing. Oh, ich hab die Venezia. Der Shima ist auch raus. Sehr gut. Ah, oh, was macht der? Oh, zeigt zu viel Breit. Nein, ich habe überdreht. Dreh zurück, gefälligst. Ah, das macht keinen Schaden. Tops von links, Prime. Tops von links. Oh, ja, gut, das. Also ein Minimum, ne?
Einen nehme ich sicher, aber nur einen. Komm, 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 komm. Nein, ich rutsche immer rein in den zweiten, das war's dann. Ja. Nein, okay, ich lebe noch. Aber come on, immer rutsche. Ich bin so ein Noob, was drauf sein geht. Ich fahre vielleicht auch Schiffe, die beschissen sind. Wo sind denn die gegnerische Thunderer und die gegnerische Yamato? Wo sind die denn, Alter? Keine Ahnung, aber die räumen wir auf. Das ist ein bisschen out of space. Ja, aber jetzt wieso du? Was solltest du denn jetzt machen gegen die Torps? Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen besser aufpassen müssen, wo mögliche Torps kommen. Ja. Bitte. Jetzt ist die große Folge das letzte Mal seit dem Kapot. Jetzt gerade. Ja. Du willst das wissen. Aber dass sie von links kommt, ist klar. Ne? Das von woanders geht ja. Du kannst dir aussuchen, ob du breit in ein leeres Feld zeigst oder breit zu Yamato oder Sandor. Ja, gut. Also, das hat jetzt nichts mit Loop zu tun. Ach komm, noch ein Brand. Aber wenigstens gewonnen. Das stimmt, ja. Ich glaube, wir haben das Team recht überrannt. 1,6 Millionen. Super, ich habe natürlich einen Püff. Ja, Doppelbrand von Thunderer. Thunderer. Hallo Giants. Wer ist seit 2015 dabei? Ach so, ein Typ, okay. Ja, ich habe ein schlechtes Gefecht. 106.000 mit 1,7 Millionen getankt. Ich habe bis 1,1 mit 75.000. Was? Ist halt so, was willst du machen? Ja. 1,1 auch getankt gerade und ja, 131.000. Ja, was ist das schon? Das ist ja nichts. Wir sind gut durchmarschiert, sagen wir so. Mehr wäre problematisch gewesen. Aber dann wären wir auch nicht komplett durchmarschiert. Dann wären wir außenrum gefahren. Einer außen, einer innen, einer in der Mitte. Wir hatten auch relativ gute Spieler auf unserer Seite als im Gegnerteam. Ja, das also, stimmt. Also der Kurfürst, der mich gerammt hat, hatte zum Beispiel die First League Flagge. Also ich denke mal schon, dass er nicht ganz blöd ist. Ja, aber warum hat er denn gerammt dann? Du hattest ja gleich, ja, das war kein guter Deal. Weil er sowieso tot gewesen wäre. Ja, warum ist er überhaupt zurückgekommen? Also hat er noch einen mitgenommen. Ja, eigentlich hätte er nach vorne fahren können an der Innenseite, dann hätte es auch gereicht. Ja, das ist der LDS, das war der. Ah. Ja, mei. Da hinten. Okay. Lob, die ist mitgefahren. Die Seelamp bekommt auf jeden Fall ein Lob, weil die ist richtig nach vorne geprescht. So, und die anderen kann ich nicht sagen. Naja. 16.000 Gefechte sind für mich aber auch kein Spaß zu kommen. Ja, ich habe 8.000. Schau, ich habe 15.000, oder? Und gar nie auf. Hör doch auf, ey. Ich habe niemals 15.000. Sicher hast du das sowas. Also ich habe, warte, ich kann es dir genau sagen, ich habe 1.500 Gefechte. Ich habe gespielte Gefechte 2018. Ja. 20.800, alter Schwede. Was, 20.000 hat er? Was? Ich doch nicht. Ja. Also ich gucke jetzt nach. Was schön denn da, Alter? Wir spielen nur zum Spaß. Also 13.144, ja. Super, das Gefecht ist. Okay, für 5 Jahre. Das ist in Ordnung. Ja. Ich habe noch mal was springen lassen, habe ich gehört. Was ist meine Überlebensrate? Das will ich sehen. Wo ist diese Scheiße? Okay, heute sind wir 70% Winrate gefahren. PR ist Unikum, trotz durchschnittlicher Stufe ist 8.2. Sehr gut. Lief heute eigentlich gar nicht schlecht, wenn man die Statistiken betrachtet. 40% Überlebensrate übrigens habe ich, 41,26. Ja, sehe ich nicht. Muss ich zusammenrechnen, habe ich keine Lust. Viel zu wenig Gefechte. Na gut, vielen Dank Leute fürs Reinschauen. Ich werde jetzt nochmal mit dem Rowdy, werde ich vielleicht nochmal die Prinz Eugen gleich nochmal antesten. In ja. Wordfinder. Bist du auf Twitch unterwegs oder auf YouTube? Jetzt gerade? Ja. Auf YouTube. Ah, schade. Aber nee, also ich werde es nicht streamen. Aber das okay. Wollte ganz kurz mal reinschauen. Mal vielleicht ein Gefecht fahren, mal gucken.
Nun gut, dann noch euch noch einen schönen Abend und haut rein. Genau, und wir. Ja, danke. Vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch einen schönen, schönen Abend und wir schauen, wo kann man denn das machen? Raid beginnen. Ja. Wir schauen bei Cloud vorbei. Alle, die noch Lust ein bisschen auf Schiffe fahren haben, bitte da rein. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann mit Sicherheit am Samstag wieder bei Star Citizen und sonst vielleicht sogar nochmal mit Litsche oder mit jemand anderem, mit Schalke, wenn er nochmal Bock hat auf Schippern oder gar nie. Die Woche ist ja noch jung, ne? So ist es. Bist du mit dem fertig jetzt, oder was?